Be calm, little maid, sleep well, little night. The moon is shining bright. Dream well, little maid, dream well, little night. Devil shields you and me from the plight. Sleep well, little boy, dream of lands far away where the giants are tall. Sleep well, little girl, dream of lands far away, far away, far away beyond the wall. Our will edge is strong and our wall still stands tall to protect us from bad fairy tales. I beg you, my love, do not heed the call, never leave, never pass beyond the wall. Never leave, never pass beyond the wall. Sanja Selangere-Schem, herzlich willkommen zu Beyond the Wall. Wir spielen in Herzlanden. Wir sind fertig mit, nicht Feenhandel, wo waren wir? Flussperlen. Flussperlen, genau. Genau, wir sind fertig mit Flussperlen. Und bevor wir ins nächste Abenteuer starten, wollen wir natürlich mal wieder in Arbonren vorbeischauen. Aber ganz so einfach mache ich es euch natürlich nicht. Deswegen heißt die heutige Folge Kampf der Gigantinnen. Ja, das kann okay. Nur der Rock gemeint sein. Schauen wir mal, ob ihr in Arbonren ankommt. Nee, ich glaube gemeint, also unter dem Titel kann ich mir nur vorstellen, Gwen gegen Else. Genau, Gwen gegen Else. Gwen, gespielt von Callisto. Hallo, guten Abend. Über ihr Else Mehltau, gespielt von der Betty. Guten Abend. Zu meiner Rechten, Taran Krochanhut, gespielt von Frank F. Guten Abend. Und darunter von Spoon RPG, Fergus Tintler. Seid gegrüßt. Oh Gott, sie ist zu dick. Kommt nicht hoch. Brauchst du eine kleine Rampe neben deinem Stuhl, dass sie so hochgehen kann. Ja. So, lieber Spoon, hast du es geschafft, dir die Folge anzuhören? Kannst du aber selbstverständlich. Sehr schön. Ja, dadurch, dass wir heute nicht so viel Zeit haben, mal gucken, ob ich mich tatsächlich mal kurz fassen kann. Also. Was? Ja. Das letzte Mal haben wir angefangen, als wir quasi gerade durch dieses Portal gegangen sind und dort dieser Gargoyle saß, der dann irgendwo auf uns aufmerksam wurde. Er hat keine Verstärkung geholt, als er losgeflogen ist, wie wir dann feststellten, aber er hat sich zumindest mit seinen Kumpanen bereit gemacht, denn wir mussten, um zum Feen-Schwarzmarkt zu kommen, der in so einer Burgruine untergebracht war, erst über eine schmale Brücke. Ja, und es ergab sich, dass die Ablenkung mit rohem Fleisch nur bedingt funktioniert hat und wir uns dann noch mit denen so ein bisschen rumgeprügelt haben. Die Brücke hat sich auch noch bewegt, wenn man da drauf gegangen ist und das war schon eine spannende Sache, da irgendwie rüberzukommen, zumal Taran, ja, dann gestolpert ist und über die Brüstung gegangen und ist dann leider abgestürzt. Ah ja, ich wäre dir schon dankbar, wenn du erwähnst, dass auch 6 Gargoyles oder sowas im Spiel waren. Ne? Nicht, um jetzt einfach nur meine eigene Dusseligkeit hervorzuheben. Ja, ich habe jetzt die genaue Anzahl. Das waren auch die ersten 6, denn es kamen noch 2 weitere hinzu dann nachher und Hunderte saßen noch auf der Burg und Details. auf jeden Fall ist Taran dann von einem Phönix gerettet worden, der irgendwie plötzlich auftauchte und ihn wieder zum Leben erweckt hat. Und naja, Fergus hat dann seine Feenkatze gebeten, ihn, weil er halt unten in die Schlucht gefallen ist, da wieder hoch zu teleportieren. Das hat auch funktioniert. Und dann standen wir schließlich alle dann doch, gesund nicht mehr so ganz, aber doch munter vor dem Eingang, mussten an einen Gargoyle noch Geld bezahlen, damit wir dort Einlass hatten und fanden uns dann in einem bunten Zeltlager wieder mit den verschiedensten Zelten und kuriosen Gestalten, teilweise auch irgendwo mit Kapuzenmänteln verhüllt. Und Fergus hat sich gesagt, nee, er hat gleich irgendwo Bekanntschaft gemacht mit einer verhüllten Gestalt. So, wie viel kostet denn diese Feenkatze? Die ist unverkäuflich. Mhm. Und hat sich dann mit der Feenkatze die ganze Zeit eigentlich an die Seite gesetzt, um auf die aufzupassen, dass sie auch bloß nicht weggeht oder wegkommt oder gestohlen wird und sonst irgendwas. Das hat auch soweit funktioniert. Ihm ist dann noch ein wichtiges Detail nachher entgangen, aber dazu später. Denn die anderen 3 sind halt losgezogen, haben Handel betrieben, sie haben Flussperlen erhandelt, haben verschiedene Leute kennengelernt.
Hatten besondere Neugier bezüglich eines Eulenbärs, der dort in einem Käfig saß. Den wollten sie erst noch kaufen. Dann ist er aber zu einer Hinrichtung eingesetzt worden, weil irgendwer seine Rechnung nicht bezahlen wollte. Dann wollten sie nicht mehr kaufen. Und, nun ja, und waren dann zu Besuch bei dem alten Hutzelweib, der sogenannten Brokkoli-Hexe, der Horrorgestalt aus Gwens Kindheit. Und sie mussten tatsächlich Brokkolisuppe essen, während sie ihnen noch eine Geschichte erzählt hat. Und sie hat von euch Lebenszeit genommen, ein Jahr von jedem, als ihr diesen Turm hochgegangen seid. Genau. Aber sie hatte auch den von Gwen eigentlich dort zu handelnden Heiltrank, der dich dann wieder ein bisschen aufgepäppelt hat. Ja, und als ihr dann wieder unten wart, hatte Fergas euch nur noch gesagt, oh, guck mal, da vorne sind Thea und Karl, die er gerade vorher entdeckt hat, die irgendwie ein blaues Feuer gekauft haben, mit dem man sich teleportieren kann. Allerdings das dunkelblaue Feuer, was die hatten, mit Gold bezahlt, welches aus den Eislanden stammte und sehr viel wert ist, irgendwie seltene Münzen. Das konnten wir natürlich nicht aufbringen und so haben wir dann selber ein kleineres Feuer gekauft, mit dem wir uns dann nach Hay gebeamt haben, in den Keller unter diesem komischen Backofen. Und dann hatten wir als letzte Aktion noch den Flussperlen Dämonen Spiegelscherben Cold Brew Tee für Taran hergestellt. Ja, das fasst es ganz gut zusammen und anscheinend hat er seine Magie wieder. Inwieweit das noch Nebenwirkungen hat, weil in der Geschichte, den die Brokkoli-Hexe erzählt hat, auch noch vorkam, dass irgendwo damals in dieser Legende mit diesem Wassergeist die Geliebte irgendwo dann noch Eigenschaften des Fauns mit halt etabliert hat irgendwann. Wie gesagt, wir werden Taran genau im Auge behalten, ob er jetzt auch irgendwie gelbe Augen kriegt oder vielleicht dann doch Schwarzmagier wird oder schon ist oder so. Auf jeden Fall hast du allerdings in einer kleinen Vision einmal Ezechiel gesehen, wie er halt gestorben ist dabei. Und du hast deinen eigenen wahren Namen erfahren dadurch. Ja. Und als du wieder bei uns warst, da. Wir sitzen also nun in dem Keller. Das war das, wo wir dann aufgehört haben. Genau. Und ich habe auch, was sehr interessant sein kann, den Zaubertrick Zweites Gesicht gelernt. Richtig. Wenn ich noch ergänzen darf, die beiden Gestalten, die vor uns geflohen sind, wie hießen sie nochmal? Karl und Thea. Thea, danke. Die kamen noch aus einem Zelt und wir haben unter Zeitdruck, weil wenn der Feenmarkt geschlossen wird, wird der Eulenbär freigelassen. Deswegen sind alle ganz schnell dabei, dann immer abzuhauen oder abzubauen. Wir waren noch in dem Zelt, wo Karl und Thea vorher waren und haben da mit einer sehr obskuren Dame gesprochen, die mit uns handeln wollte. Die wollte einen meiner Finger haben oder irgendeinen Finger haben von mir. Ich hatte versucht, meine verfluchte Schriftrolle mit ihr zu handeln, aber das hat leider dann diesbezüglich nicht funktioniert. Und wir haben aber auch keine Information darüber bekommen, wo Karl und Thea hin sind. Wir hatten gehofft, das von ihr in Erfahrung bringen zu können, war aber leider nicht. Und noch eine letzte kleine Ergänzung, der Phönix, der mich tatsächlich ins Leben zurückgeholt hat, das heißt, ich war tatsächlich tot. Und er hat mich ins Leben zurückgeholt. Das war derselbe Phönix, den wir bei unserem allerersten Abenteuer, nachdem wir das Ritual am Ritualplatz von Arwonwen durchgeführt haben, erschienen ist. Das ist vielleicht für diejenigen, die unsere Abenteuer von Anfang an verfolgt haben, noch ein interessanter Brückenschlag. Ja, und so steht ihr tatsächlich wieder in Hay. Ich erinnere euch, ihr wolltet in Hay auch der Mutter von... Von diesem einen Marvin. Lehrling. Marvin, ja, genau. Ja. Genau, den Brief bringen. Genau, und deswegen hatten wir jetzt, glaube ich, auch nach Hay begeben. Genau. Ja. Und es hat uns 6 Goldstücke gespart, weil irgendwo das Feuer nach Arwonwen 8 gekostet hätte und wir haben jetzt hier 2... Und von Hay nach... Verzeihung, Else hat 2 Goldstücke bezahlt. Else, die Gruppenkasse hat. Die Gruppenkasse ist schon lange aufgebraucht. Ich glaube, wenn wir in Arwonwen sind, sollten wir noch mal über die Kassenwartschaft beraten. Ich habe hier Belege. Alles aufgeschrieben. Das Kassenbuch. Ich würde gerade sagen, das Kassenbuch. Ja, Oho. Ihr seid gut. In dem Keller.
Wenn ihr die Treppen, also ja, Taran hat den Trank zu sich genommen, wenn jemand mal oben aus der Treppe rausschielt. Nee, jetzt müssen wir uns erstmal Taran hier so, ne? Das ist, je nachdem, war er kurz weggetreten oder haben wir das nicht mit, also wir haben es wahrscheinlich, also die Vision haben wir natürlich selber nicht mitgekriegt, aber wie lange hat die für uns gedauert? Das war ja schon irgendwie, dass er so ein bisschen über diese Ebene da gelaufen ist. Vielleicht 10 Minuten. Also wow. Waren 10 Minuten quasi. Also es war sehr, ja, nicht mal, also wahrscheinlich eher 5. Es stand ziemlich lang in dieser Ebene, bis dann eben diese Gestalt aufgetaucht ist. Ich war ja, ich hatte, also meine Augen dann verdreht, sich nach hinten gedreht. Ah ja, sowas. Es sah schon ein bisschen gruselig aus. Genau. Und meine kleinen, aber doch vorhandenen Erste-Hilfe-Kenntnisse mal einsetzen und fühlen, ob er noch einen Puls hat, weil nicht schon wieder. Ja. Er hat einen Puls. Gott sei Dank. Er zuckt auch und murmelt. Ja. Ja, dann. Ich wache bei der Mund-zu-Mund-Beatmung auf und schaue mich etwas konsterniert an. Stopp, ich würde dir die Füße hochlegen. Die Mund-zu-Mund-Beatmung machen wir, lassen wir Fridolin machen. Genau. Ja, was ihr im Keller seht, ist, dass der Zugang zu dem, also wo dieser Tunnel gegraben war, dass da wieder was davor steht. Kann irgendjemand ihm helfen? Ich schaue so ein bisschen Else an. Ja, die legt, hat mal. Ihm schon die Beine hochgelegt. Ja, hat's geholfen. Genau. Ich mache. Ich mache den Blick. Ich gucke ihn jetzt so lange an, weil das ja irgendwie, ob das irgendwie eine Wirkung zeigt, denn das war ja die Aktion, um mir die Magie wiederzugeben. Das, ja, du siehst, also du spürst auf jeden Fall die Magie. Ich weiß nicht, Taran, was hattest du? Ordnung, neutral, chaotisch, was war deine Gesinnung? Chaotisch. Meine Gesinnung. Wo habe ich die neutral. Denn? Ich glaube, wir hatten bei euch neutral. Neutral, genau. Neutral. Ja, nee, ist ich hab tatsächlich auch immer noch. Seine geistige Gesinnung ist chaotisch, ja. Das schon, aber. Genau, ich glaube, ihr seid neutral und Gwen ist Ordnung. Law, genau, ich bin Ordnung, genau. Ah, das passt ja. Kaum ist er wieder wach. Kaum habe ich ihn gerettet, schon haut er mir eine rein. Ich gebe dir nur das, was du willst und brauchst. Schwarzmagier. Okay, Ezechiel 2.0. Ja. Ja, er ist wieder. Du bleibst am besten hier im Keller. Wir machen oben die Tür zu. Kannst du mit dem Schmiedentalent irgendwie zukriegen, dass sie nie wieder aufgeht. Oh, das wäre gemein, ne? Wenn ihr mich einmauern würdet und immer wenn ich sterbe, kommt der Phönix und wiederbelebt mich. Und dann, das ist wieder Feuerbogen. Das so total ist wieder tot. Wieder daraus könnte man eine Sage schmieden, die man den Kindern erzählt, damit sie wissen, man sollte auf gar keinen Fall Schwarzmagier werden, weil sonst passieren ganz schlimme Dinge. Das stimmt. Gut, dass ich weit davon entfernt bin. Aha. Ja, das sagst du. Vielleicht hätten wir ihm doch nicht seine Magie zurückgeben sollen. Außerdem gibt es immer noch den Geheimgang, nur weil da was vorsteht, kann man da trotzdem mal noch raus. Den müssen wir vielleicht auch noch verschließen vorher. Wir könnten ihn einstürzen lassen. Zum Beispiel. Aber man weiß, in welche Richtung er graben muss, das ist auch halt. Naja, gut. Also seine Magie kehrt wieder, ja? Also wenn das kann man schon. Wenn ich wieder wach bin und mich meine Verwunderung abgelegt habe darüber, dass ich irgendwie in die stabile Seitenlage gebracht worden bin, zwischenzeitlich, würde ich auch noch mal wieder den Blick ausprobieren. Mhm. Funktioniert. Du siehst bei Taran den erweiterten oder den? Den normalen. Okay, ja, du spürst das Gleiche, was auch Fergas gerade wahrgenommen hat, also Magie bei dir, Magie bei Fergas und auch bei Gwen und Else tatsächlich, ja. Und ich habe keine Kopfschmerzen mehr davon. Mm-mm. Alles wieder normal? Mhm. Yay! Und ich falle allen um den Hals. Ja, ich habe meine Magie wieder! Magie zurück! Neu war, dass bei Else auch Magie, dass du bei Else auch Magie, mehr Magie wahrgenommen hast. Bei Else als Ganzes oder nur etwas Bestimmtes, hier ihre Hand oder irgendwas? Also ihr Ganzes, aber vor allem die Hand, ja. Ah, okay. Ah, okay. Mhm. Dann ist aber Anouk auch magisch, ne? Ja. Als Feenkatze. Also Feenlöwe. Der Rock nicht und der Kristallhamster auch nicht, genau.
Was, der Rock ist nicht magisch? Oh oh. Nee. Der ist einfach nur groß. Der braucht keine Magie, der frisst Magie. Ja. Also der ist normal magisch. Na okay, also er ist nicht. Er okay. wird dann magisch, wenn er einen Magier gefressen hat. Naturkatastrophen sind auch nicht magisch. Stimmt. Jein, vielleicht gibt es ja irgendwelche schwarzmagischen Zauber, die Naturkatastrophen herbeirufen können, dann sind sie ja doch irgendwie magisch. Also man kann Magie mit einfließen lassen. Ja, ja, es gibt auch göttliche Einflüsse, die Naturkatastrophen hervorheben. Aber es gibt eben halt auch natürliche Naturkatastrophen, die brauchen keine Magie, um mächtig zu sein. Ja, da ist was dran. Okay, er diskutiert wieder. Merkwürdige Dinge. Gut, ja. Jetzt habe ich Hunger. Ich habe meine Magie zurück. Und jetzt habe ich Hunger. Ja, haben wir irgendwas zu essen? Wir sitzen bereits in einem Backofen, also naja. Ja, Feuerball! Nein, du wolltest was essen. Hat irgendjemand ein Brot? Nein, lass uns doch hier rausklettern. Wir sind doch in Hay, oder nicht? Doch, ja. Sollten wir sein. Also, ja. Der Keller kommt mir bekannt vor, inwieweit wir in Hay sind. Und wir haben hier auch noch was zu tun und die haben hier ein Gasthaus, die haben uns schon mal bewirtet. Kommt, ja, lass uns mal hier hoch. Ja, haben wir denn Geld? Die haben kein Gasthaus. drei Häuser oder was? Die haben so ein Gemeindehaus oder sowas. Ja, aber da haben wir doch übernachtet und haben die uns bewirtet. Ja. Ja, bewirtet mit den Vorräten, die wir denen gebracht haben. Stimmt. Ja, immerhin. Genau. So, wenn sie davon noch was haben. Wir gucken erstmal nach oben. Ja. Ja. Vielleicht schlafen die alle schon. Die werden in 3 Tagen nicht alles weggefuttert haben. Hoffentlich. Guckt raus und es ist tatsächlich mitten in der Nacht. Ihr seht Hay, verlassen und leer, dunkel vor euch liegen. In den Fenstern ist kein Licht, außer bei dem einen Haus, wo ihr wisst, dass die Kinderzimmer sind, da scheint wohl irgendwie eine Kerze noch zu brennen. Wie hieß nochmal der Hüter hier von Hay? Anselm. Anselm, ja. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Bitte ich immer zu entschuldigen, wenn ich immer nachfragen muss. Anselm. Anselm hatten wir ja in krankem Zustand bei Alexandra gelassen und ihm erst ich habe ihm dann den Hüterdolch wiedergegeben. Ist halt die Frage, ob der jetzt eine Woche später schon wieder aufgepäppelt und wieder zurück ist. Das ist ja jetzt erst 1 oder 2 Tage her dann. Ah ja. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Genau. Das stimmt. Ja. Und die Frage. Eine Hexe. Die Frage ist, ob wir. Ob wir vielleicht trotzdem auch mal bei ihm zu Hause klopfen sollten oder brennt da Licht vielleicht? Ja, in dem Kinderzimmer brennt die Kerze. Genau. Das war ja der Mann von der. Ui, muss nochmal gucken. Mhm. Genau, Anselm war der Mann von Lilian. Das war ja das ganze Drama. Die hätte ja eigentlich den Turi heiraten sollen. Und dann ja, genau. Ist der Fremd dazu gekommen. Und in dem, ihr hattet da ja, also Else hatte da ja schon ein bisschen spioniert, weil die Lilian ist ja die für die Glühfee-Käfer die Kleidung herstellt. Dafür, dass sie den Pfad beleuchten durchs Lichtermoor. Und da, die hatte ja drei, oder die beiden hatten ja 3 Kinder und in dem einen Zimmer seht ihr auch noch Kerzenschein. Hm. Die Kinder keine Angst kriegen im Dunkeln, oder? Keine Ahnung. Wollt ihr durchs Fenster schauen? Ich würd sagen, lass uns doch mal an der Tür vorsichtig klopfen. Es ist zwar schon spät, aber. Ansonsten, dieses Gemeindehaus, wohnten da noch andere Leute oder war das im Endeffekt leer sonst? Da wohnen Linnard und Megan mit 4 Kindern. Und die Großeltern Mildred und Paula. Das war jetzt das größte Haus. Okay. wenn wir jetzt hier irgendwo tatsächlich. Oder. Also ich glaube, wenn Anselm. Wenn Anselm nicht zu Hause ist, also wenn er zu Hause ist, dann kann er uns ermöglichen, dass wir hier nochmal schlafen, weil die, wenn du dich erinnerst, die Leute waren uns nicht wohlgesonnen unbedingt, als wir gegangen sind. Ne?
Und wenn Anselm wieder da ist, kann er vielleicht für uns ein gutes Wort einlegen oder für uns was tun. Wenn er nicht da ist, können wir seiner Frau wenigstens sagen, dass er wieder wohlauf ist. Wobei ich jetzt vermuten würde, dass die jetzt alle am Schlafen sind. Also im Zweifelsfall gehen wir halt wieder runter in den Ofen, also in den Keller, wo wir gerade waren, um da zu übernachten. Das ist zwar jetzt auch nicht so das beste Quartier, aber zumindest brauchen wir niemanden aufzuwecken jetzt mitten in der Nacht. Aber da brennt doch Licht. Okay, gut, dann. Ja, Else, ich glaube, du bist prädestiniert dafür, durchs Fenster zu schauen. Else schaut durchs Fenster. Ja, das ist das Kinderzimmer und du siehst, dass es ist eine Kerze, die steht noch auf so einer Kommode neben einem Lauf- oder wie heißt das? Kinderbett. Da sind noch zwei weitere Betten drin, wo auch jemand drin zu liegen scheint. Und in dem neben der Kommode, neben dem Kinderbett, ist ein Schaukelstuhl, auf dem die Lillian sitzt und wohl eingenickt ist mit dem jüngsten Kind, der Lilia. Genau. Die sind schlafen auf diesem Schaukelstuhl, während die Kerze noch brennt. Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen beunruhigend, dass sie bei flammender Kerze eingeschlafen ist. Ja. Ich glaube, es war nicht vorgesehen, dass sie irgendwie da jetzt dann... Ja, dann sollten wir sie allerdings wirklich auch wecken. Also es ist kein Holzkerzenständer. Ich wollte gerade sagen, es kommt drauf an, wie die Kerze aufgebaut ist. Ansonsten würde die runterbrennen und einfach ausgehen. Ja. Also ich gehe an die Tür und klopf. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, dass eine Mutter instinktiv das Kind festhält, aber so richtig Erfahrung habe ich dann. Genau. Wie viele Kinder hattest du denn schon? Und das kannst du das beurteilen? Ich habe eins. Ich zeige auf Anouk. Ja, das war aber nicht dein. Wie viele Lämmer habe ich schon großgezogen? Eben. Ich weiß nicht. In dem Moment geht die Tür auf und vor euch steht eine verschlafene Lillian. Ah. Mit dem Kind auf dem Arm oder ohne? Nee, ohne dem Kind. Am Boden. Das hat sie wahrscheinlich wieder in das Kinderbett gelegt. Genau, ohne Kind. Sie hat das Kind fallen lassen. Aber sie hat sie hat die Kerze in der Hand und hat eben schon auch die Nachtgewandung an und blinzelt so ein bisschen verschlafen. Ihr seid plötzlich... es ist mitten in der Nacht. Braucht ihr... Kommt rein. Danke. Ich scheint ein bisschen überfordert zu sein. Ich schaue Fergus triumphierend an. Aber ja, jetzt ist sie aufgewacht und ich hoffe, dass das Kind... Bitte leise, die Kinder schlafen schon. Das sind so Momente, wo ich mich wundere, dass deine Nase nur zweifach gebrochen ist. Und dann kneife ich ihn so in die Wange, den kleinen Fergus. Genau. Also... das ist übrigens Anouk, nicht erschrecken. Die gehört zu mir. Sie guckt kurz erschrocken, nachdem du es sagst, macht sie die Tür noch weiter auf. Einfach durch hinten in die Küche. Ich kann euch einen Tee machen. Oh, das wäre gut. Ah, das ist sehr freundlich von euch. Vielen Dank. Ja, wir müssen uns erstmal entschuldigen, dass wir hier so spät noch hereinplatzen, sozusagen. Alles gut, ihr habt mir immerhin meinen Anselm zurückgebracht. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ist er schon wieder da? Wir wollten euch erzählen, dass es ihm wieder gut geht, aber wir wussten nicht, ob er schon wieder zurück ist. Er schläft. Ich kann ihn aufwecken. Es ist viel passiert. Er hat viel mitbekommen, was wir sonst auch immer handeln. Wir waren wirklich schon sehr knapp. Dank euch hatten wir ja noch etwas, aber er hat uns einiges vom Feenmarkt wieder mitgenommen. Und dann kam auch noch, es kam sogar jemand aus eurem Dorf vorbei hier. Aber das ist, ich glaube, ich wecke ihn jetzt doch kurz auf. Moment, wer ist vorbeigekommen? Vielleicht eine Dame? Nein, ich glaube, er hieß Xaver. Wer war das nochmal? Xaver. Fischer. Ach. Ja, der Fischer. Okay. Ich darf von wegen, ob wir Vorräte haben oder so, wir haben ja noch das Feensiebbrot von der Puka. Hieß sie Mika oder so, von der du die Schriftrolle hattest?
Die war doch Tika, oder? Tika, genau, ja, Tika war es, nah dran. Genau. Wir hatten auch bei der noch eingekauft auf dem ja, Markt. Also wir haben auch noch Vorräte, ja. Also. Genau. Gut, da, sie zeigt Else oder wer am nächsten dasteht, das so ein Wasser, was noch abgeschöpft ist von draußen und das Sachen für Tee. Es ist auch noch in dem Kamin, deswegen da ist der wärmste Ort dort in der Küche auch, wo dieser offene Kamin ist zum Kochen auch. Er stellt euch alles hin, dann könnt ihr das Wasser machen und sie geht und holt ihren Anselm. Gut. Ja, Tee machen, da bin ich, glaube ich, da prädestiniert. Ne? Ich habe ja auch Braun als Fertigkeit. Ja. Braun als Fertigkeit, ja. In Verbindung mit Tee. Wir wollten normalen Tee, kein Jagers. Fergus, so ein bisschen Pep reinbringen. Ja. Fergus macht Tee, Anouk lässt sich schön vor den Kamin nieder und fängt wohlig an zu schnurren. Während sie den Schnurrenlöwe nennen? Nee. Also sie macht wohlige zu schnurren, Geräusche. Aber das hört sich mehr an wie... Knurren. Wie eine Nähmaschine, also nur tiefer. Okay, sie rattert vor dem... Es ist basslastiger, genau. Genau. Es ist basslastiger. Und dann hört ihr von weiter... Aber was, das? Sie sind wirklich, das gibt's ja... Wahnsinn, die Kinder! Die sind gleich auch alle wach und stehen so in der Tür. Wir wollen auch die Geschichte hören. Und ja, sie kommen beide in die Küche und Anselm kommt einmal zu euch und nimmt jeden einmal in den Arm, wenn ihr das zulasst. Und er ist... schaut noch so halb verschlafen aus, aber das ist ja sehr schön, dass ihr hier seid. Ja, ja, schön, dass ihr wieder wohl auf seid. Wir hatten gesehen, dass hier noch Licht an war. Bestimmt. Und nun ja. Ja, wir sind nur kurze Erklärung. Wir waren bis vor kurzem noch beim... Feen Schwarzmarkt tatsächlich. Der existiert ja gar nicht. Wir waren zu Gast beim Feenfürsten und haben da. Ja, Papalapak, der existiert nicht. Wir waren doch da. Aber es ist. Also, der Feen, das solltet ihr nicht so laut erzählen. Es ist. Oh ja, man sieht es noch. Er zeigt auf die Finger. So betreten, von, die irgendwo so unter die Arme stecken. Was denn? Genau, von muss man hier. Genau, Fergus und Else haben nämlich immer noch schwarze Finger. Ja, richtig. Von ja, der. Das, das kennzeichnet euch. Und wenn ihr da von Ordnungshütern erwischt werdet, wobei ihr seid ja nicht mehr auf dem Feenmarkt, dann landet man doch mal beim Feenfürsten unten im Schloss. Und wir wissen Dinge über den Feenfürsten. Er wird uns nicht einsperren. Das glaube ich. Ich habe mit Lala gesprochen auf dem Markt. Es gibt, ihr habt ganz schön was geleistet. Naja, also. Ich traf mich so ein bisschen. Ja, wir haben einiges bewirkt. In der Tat. Wobei im Endeffekt war es, glaube ich, Gwen mit ihrem Schwert, die den nachher umgesammelt hat, ne? Mhm. Also die den finalen Schlag gesetzt hat. Mhm. Und ihr habt etwas Zuwuchs bekommen und er deutet auf Anouk und den Rock. Ja, die ist mir sozusagen zugelaufen. Sozusagen. Der Rock hängt auch schon ziemlich aus dem Rucksack raus. Der ist nämlich jetzt so groß wie vom Boden bis zum Oberschenkel. Das hat nicht mehr so ganz an den Rucksack. Ich lasse ihn dann jetzt tatsächlich auch mal raus, ja. Ich hoffe, du hast so ein bisschen Fleisch mit dem, du jetzt dann nicht, dass er jetzt hier irgendwo versucht. Ich hoffe, ich weiß nicht, wir haben jetzt ziemlich. Nee, ich glaube nicht, denn wir haben ja dieses Fleisch an die Gargoyles verteilt, damit sie nicht uns essen und dann fiel ja doch jemand von der Brücke. Die Schlafzimmertür zu den Kindern ist zu, ja? Also. Also mein Horn. Ich schau mal kurz. Lilian steht auf vorher. Und geht Richtung. Nicht, dass mein Rock ist keine Kinder. Das hoffe ich. Ich glaube, wir haben, falls wir danach. Aber wenn zurückreisen würden, wahrscheinlich ist ja so das nächste Ziel, dann müssen wir unseren beiden Tierchen auch beibringen, dass sie eben das, was da rumläuft, nicht essen. Ich weiß nicht, wie Anouk jetzt mit den Gänsen da umgeht, die ja jetzt dick gefüttert sind durch die ganzen Kekse.
Ja, also gibst du dem Rock deine zwei Fleisch noch? Ja, du steckst es ihm zu und er reißt dir aus der Hand und schmeißt es rum und fängt an, dran rumzupicken und es reinzuhacken. Und du siehst nur den anderen so. Ja, ja. Ja, da reißt es sich besser mit ein wenig Fleisch. Ja. Ihr solltet vielleicht etwas mitnehmen. Ach, der tut nichts. Das hoffe ich. Soweit die Theorie. Ja. Aber gut. Was sind denn die liebsten Tierbesitzer? Ja, aber gut, dass es dir wieder gut geht, Anselm. Ja, noch ein wenig schlapp, aber es geht schon deutlich besser und ich kann endlich wieder meiner Aufgabe nachgehen, dem Handel. Ah, apropos Handel. Ich werde beim nächsten Neumond auch zum Nordturmtreffen kommen. Es gab jetzt eins beim letzten Neumond gab es ein Treffen der Dörfer. Wir waren nicht dabei. Nun, ich war nicht da und wir haben uns ja ein wenig abgekapselt. Aber es war tatsächlich jemand aus eurem Dorf da und hat ein wenig erzählt. Und ja, es wird fortgesetzt werden. Und beim nächsten, also in fast einem Monat, findet das zweite Treffen statt. Ja. Aber wer war denn hier aus unserem Dorf? Genau. Xaver, er hat Bescheid gegeben. Xaver, der Fischer. Und wie lange ist das her, dass er hier war? War wohl während ich weg war. Und oder als ich gerade gekommen bin, ist er wieder gegangen. Und aus welchem Grund war er überhaupt hier? Er hat uns nur berichtet, dass ihr müsst wissen, Hay hat sich ja ein wenig abgeschottet von den anderen Dörfern, vor allem von Tywel, weil dort die alte Magie sehr verpönt wird und der neuen gefrönt und wir sind da doch etwas. Und wir haben natürlich nichts gegen die neuen Götter, sie gehören alle zu uns, bei uns ist das vereint, aber wir sind der alten Magie näher und deswegen, wir haben ja auch noch das Hütertum ernst genommen und hatten den Zugang zum Feenmarkt, zum größten Feenreich hier im Norden. Deshalb hatten wir Bedenken, wenn wir mit den anderen Dörfern darüber sprechen, dass wir sind das kleinste Dorf hier. Hey, wir bestehen nur aus drei Familien. Drei großen Familien, aber nur drei Familien, nichts im Gegensatz zu Tywel. Ja, aber vielleicht wäre die aktuelle Situation Anlass, irgendwo da mal wieder irgendwo sich... Ja, eure Geschichte ist rumgegangen. Ja, eine Frage habe ich noch. Hat Xaver erzählt, haben die auch endlich darüber gesprochen, dass der Handel wieder angekurbelt werden muss zwischen den Dörfern im Norden? Ja, und hier wird die Handelsstation sein zu den Feengütern. Ah, perfekt. Hervorragend. Wir haben dann nämlich die gute Nachricht, dass es demnächst einen Feenfahrt geben wird von hier bis nach Avonwen erstmal. Und ich glaube, von hier nach Tywel hatten wir auch mitbestellt, ne? Kann das sein? Wobei, hatten wir das nicht alles wieder abbestellt, weil dafür... Wir wollten, aber wir sind ja nicht wieder beim Feenfürst gewesen und wir haben ja Bill gesehen, wie er auf dem Feenschwarzmarkt rumgelaufen ist und gehandelt hat. Deswegen wird das Reisen vielleicht auch etwas kürzer erfolgen können, eventuell. Ihr habt alle was, mit dem ihr den Feenfürsten jederzeit erreichen könnt, ne? Ihr habt diese Taubenanstecknadel. Mhm. Ja. Also falls ihr das wollt, genau. Nur das ist es. Also, wie so ein Kommunikator, ja? Ja. Beep, auf und out. Den Herz abgestellt. Also ich hatte so verstanden, dass das für einen Notfall gedacht ist oder sowas und das einmal anzuwenden ist. Also ich glaube insgesamt, das ist ein Geschenk, mit dem sollten wir sehr, sehr vorsichtig umgehen. Denn seine Majestät ist ja auch speziell. Ja, hättest du jetzt gesagt, er ist viel beschäftigt, hätte ich dir widersprochen, aber speziell, da stimme ich dir vollkommen zu, ja. Ja, er musste sich ja jetzt auch wieder mit seinem prall gefüllten Kleiderschrank beschäftigen und sich damit beschäftigen, mit Lala zu kommunizieren, dass da irgendwie mal wieder neue Klamotten reinkommen, weil er die alle schon mindestens einmal getragen hat. Da muss er sich damit beschäftigen, welches Badeöl er nun in seine tolle Badewanne benutzt und ob nun die Zauberperlen oder was er sonst noch darum fliegen hatte. Also er hat schon Beschäftigung dort.
Dinge, von denen wir nichts verstehen. Und er muss neues Personal anwerben, er hat da niemanden mehr. Und wachen. Nun, und hoffentlich, es kann sein, dass wir das nächste Kind aus dem Dorf zum Feenfürstin in die Lehre schicken. Ja, aber zurückzukommen auf den Handel. Ich glaube, der wird dann lernen, sauber zu machen. Das schadet auch nicht. Um zurückzukommen auf den Handel. Ich denke, also wir werden hier niemanden entbehren können, der wirklich rumreist. Deswegen ist gerade wohl Gespräch in Dörfern, so wie ich es verstanden habe, zu schauen, wer... Nun, es gab lange keine Händler. Es wurde immer nur am Markttag, also am Feuer, wie ist das Feuerfest, einmal im Jahr gehandelt. Deswegen muss jetzt wohl geschaut werden, wer diese Aufgaben wieder übernimmt. Vor allem, weil es nicht überall sicher ist. Aber es wird sich wohl wieder einpendeln. Wir haben übrigens eine Nachricht von Marvin mitgebracht. Ja. Genau, deswegen sind wir, das war auch mit einer der Hauptgründe, warum wir hier nach Hay gekommen sind, weil wir Marvin versprochen hatten, die Nachricht abzuliefern. An seine Eltern? Mhm. Ja, das wird sie freuen. Genau. Ja, das würden wir dann morgen noch machen, nach dem Aufstehen dann. Ja, die anderen beiden konnte ich besuchen, aber Mervyn war nicht da, als ich auf dem Feenmarkt war. Ich hatte gerade noch eine Frage im Kopf, ist aber auch... Ja, du hattest eben gesagt, von wegen der alten Magie und dass ihr hier die Sachen, die Hütersache so auch ernst nimmt. Hier war aber das Ritual durchgeführt worden, ne? In Hay? Ich habe es durchgeführt, nachdem ihr mir den Dolch gebracht habt und es mir besser ging. Ah, okay, alles klar. Ah, wir hatten ja auch da gesehen mit den Rissen dahinter. Wir hatten, als wir zum Feenfürstenschloss kamen, die Mauer gesehen und da waren Risse drin, die sich wieder geschlossen haben. Ja. Wahrscheinlich lag das daran, ja. Genau. Nochmal ganz kurz, um auf diese Brosche zu sprechen zu kommen, weil dazu habe ich tatsächlich versäumt, mir Notizen zu machen. Kannst du da noch mal ganz kurz sagen, wofür steht das? Du hattest gerade den Titel dazu genannt. Diese Taubenbrosche? Ja, genau. Moment, ich gucke, ob ich das in eurer Ausrüstung habe. Anstecknadel mit Taube darauf. Findet immer zurück zum Schloss vom Heer Feenmarkt und zeichnet sie als Helden von Hay aus. Als Helden von Hay? Mhm. Also Hay und dem Feischen drumherum. Und jetzt hattest du aber etwas gesagt, deswegen habe ich gerade gestutzt, weil das für mich jetzt neu war, dass wir damit Kontakt aufnehmen können zum Feenfürsten. Das hatte ich so nicht verstanden. Ja, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber wenn ihr die quasi in dem Bewusstsein, dass ihr sie dorthin schicken wollt oder dass ihr dorthin wollt, könnt ihr sie quasi lösen und dann fliegt sie zum Schloss. Und ihr könnt ihr entweder folgen oder ihr was mitgeben. Okay. Er hat es ja irgendwie mit Tauben anscheinend, weil er hatte ja auch diese Tauben wieder rausgeschickt, um den Feenmarkt zu eröffnen. Alles klar. Danke nochmal für den Refresh. Dann habe ich mir das jetzt auch notiert, ja. Ja, nun gut. Aber wer hat denn noch so mit Xaver gesprochen hier? Liliane war das, ne? Seine Frau? Also Anselm und... Genau, der Anselm was hat dann dazu denn gekommen, aus Avon, wenn so alles erzählt, was da so für Neuigkeiten gibt? Steht das Dorf noch? Heißt es noch Avonwen? Also als er gekommen ist, stand es noch, aber er hat auch fast eine Woche hergebraucht. Ah. Wahrscheinlich heißt es mittlerweile bei der Alefwen, genau. Ja. Wir haben nur sporadisch mal irgendwo Informationen bekommen und ja, wir waren ja doch jetzt schon einige Wochen weg. Ja, und wir müssen dringend schauen, ob der Fluss tatsächlich seine Richtung wieder umgekehrt ja, hat. Ja, da denke ich auch schon die ganze Zeit drüber nach, ja. Ja. Genau. Seid ihr denn auf dem Weg zurück jetzt? Ist es jetzt OT oder fragen die? Nö, jetzt fragt er, fragen die. Achso, ja. Wir wollen es jetzt von hier aus wieder auf den Weg nach Arwenwen machen, ja. Ja. Genau. Schön. Ich würde mich, also werdet ihr beim Nordturm treffen oder vielleicht werdet ihr ja die nächsten Händler und Händlerinnen von Arwenwen, dann könnten wir uns öfter sehen.
Ja, wir müssen schauen. Wir haben noch keine Nachrichten aus unserem Dorf. Die Idee, den Handel wieder voranzutreiben und sowas, das hatten wir im Dorf seinerzeit besprochen. Aber was jetzt wirklich besprochen worden ist, das wissen wir noch nicht. Und ja, unsere Dorfälteste wird zu dem Nordturmtreffen gehen. Und wenn sie es für richtig hält, dass wir mitkommen, dann machen wir das natürlich gern. Stimmt. Du musst deinen Platz einnehmen, deinen Steinstuhl. Das werde ich mit unserer Dorfältesten auch noch diskutieren müssen. Da weiß ich noch nicht, wie sie das sieht. Nun ja. Und ansonsten, wenn wir noch ein bisschen warten, dann können wir auch per Lufthandel dann agieren, ne? Wenn der Rauch erstmal groß genug ist, dann können wir da Waren drauf tun. Wenn der ganz groß ist, dann können wir auch die Dörfer näher zusammenrücken lassen. Ich wollte jetzt nicht den Handel so weit schreiben, was du ein ganzes Jahr wohl. Ich kann auch ein ganzes Dorf darauf bauen. Oder? Das wird den Rauch, dass der den mit beim Handel. So, wenn man verderbliche Waren irgendwie transportieren möchte, das wäre doch gut. Wenn das funktioniert. Ja, da wäre ich mir nicht so ganz sicher, ob der sie dann nicht isst. So ein Wesen gesehen, ja. Die scheinen zumindest nicht, also zumindest bei uns leben. Nicht so ein Tier. Sagen wir so, dieser Roch ist mir noch nicht so ganz geheuer. Aber wir werden mal schauen, wie groß der noch wird. Man müsste natürlich ein Stück von den Wäldern roden, damit er Landeplatz hat. Gut, dann wollt ihr morgen gleich aufbrechen oder bleibt ihr länger in Hay? Nein, wir wollten morgen direkt aufbrechen. Wir wollten die Nachricht überbringen, wir wollten sehen, wie es euch geht, beziehungsweise wollten eurer Frau die Nachricht überbringen, falls ihr noch nicht wieder zu Hause seid, dass es euch wieder gut geht. Und und es drängt uns auch ein bisschen danach, wieder nach Hause zu kommen. Wir haben ein bisschen ein Heimweh. Das verstehe ich. Aber dann würde ich vorschlagen, wir nutzen den Rest der Nacht, um noch zu schlafen. Die Reise wird bestimmt auch anstrengend sein. Ja. Mhm. Habt ihr hier Platz für uns? Können wir hier schlafen? Wir haben nicht so viele Lager. Wenn euch der Boden reicht und Decken, dann... Ja, auf alle Fälle. Hier drin ist es ja warm. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Das reicht uns schon. Gut, dann genau. Lilian bringt euch Decken und der Anselm sagt noch, dann werden wir morgen einfach ein wenig Reiseproviant für euch bereit machen, während ihr den Brief übergebt, und dann wünschen wir eine gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank. Gute Nacht. Ich husche mich mit Anouk zusammen und versuche zu verhindern, dass sie schnurrt, weil sonst der ganze Boden vibriert. Immer wenn du so die Hand drauflegst auf den Bock, dann hörst du sie so kurz auf und dann dämmerst du sie weg und dann fängst du wieder an so... Ja, der Rock mummelt sich auch an Gwen dran. Mhm. Und es gibt ja nicht sowas wie Sinneschärfe, aber Taran, mach doch mal Intelligenz, eine Intelligenzprobe. Ja, mit einer 5 habe ich das geschafft. Mm. Du fütterst Fridolin und du siehst, wie der Rock aber schon so ziemlich in seine Richtung immer wieder schielt und so mit dem Kopf leicht ruckt. Nein, der wird nicht gegessen. Das ist Fridolin. Fridolin ist dein Freund. Freunde frisst man nicht. Wie hieß der Rock nochmal? Der hatte auch so ein... Timotheus. Ah, genau, Timotheus, genau. Oder Timotheus, genau. Ja. Nein, Timotheus, wenn du Fridolin frisst, dann mache ich aus dir Brathähnchen. Ja. Heute Abend geht das noch. Morgen früh, wenn wir aufwachen, ist hier wieder ein Stückchen gewachsen. Jetzt ist wieder gefüttert worden. Dann füllt er hier dann die Küche aus. Ich kann mir so richtig vorstellen, wenn wir dann morgens so aufwachen und er schon so im Schlaf Gwens Kopf in seinem Schnabel genommen hat. Nur wenn ich so streckt, so die Flügel, die gehen da so seitlich zu den Fenstern raus, weil er schon zu groß ist. Ja. Die Hütte steht auf dem Berg, weil er Schlaf geflogen ist, ne? Genau. Schlafvogel. Genau. Ja, ihr macht es euch so gemütlich, wie ihr es euch gemütlich machen könnt in dieser Küche. Und schlaft die Nacht noch und wacht am nächsten Morgen auf, als die Kinder dann auch reinstürmen und anfangen, also so
einmal kurz aufschreien, als sie die Löwin sehen, die auch sofort steht und wach ist und sie anstarrt. Und die gucken alle mit so großen Augen, schauen die zu euch. Also es sind drei Kinder. Die Lilian kommt auch rein und fängt an, Frühstück vorzubereiten. Und die drei Kinder stehen da so in der Tür und gucken. Das sind drei. Einmal der Lin, der ist 10, die Lina ist 8 und die Lila ist noch ganz klein, die ist 4. Und die hält sich an dem großen Bruder fest und die gucken so. Hallo, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ah. Gäste. Ihr habt aber eine große Katze. Ja, das ist Anouk. Kann man die streicheln? Die Kleine tapst schon so auf sie zu. Janouk, auf so. Die sind es nicht so begeistert. Ich würde das lieber lassen. Ich habe sie erst seit ein paar Tagen. Ja, und schaut mal hier, das ist Gwen, die hat einen noch größeren Vogel. Zeig ihn Fridolin. Der ist ja, ganz lieb, ganz trollig. Aber schaut mir hier, ich habe den Fridolin. Schaut mir hier, den könnt ihr streicheln. Ja, also es dauert ungefähr so 5 Minuten, dann hängt die Vierjährige auf der Anouk rum, die sich das, also die das über sich ergehen lässt. Der Lynn, der 10-Jährige, hat diesen Hamster so in der Hand und streichelt den und guckt, topst immer so auf die Steinchen, die da wachsen und sagt, oh, das werden aber schöne Steine. Und die Lina, die sitzt so vor dem Rock und sie starren sich gegenseitig an und spielen dieses Wer blinzelt das erste Spiel und sie ist echt steinhart. Der Rock scheint ein bisschen beeindruckt. Der schaut auch nur so. Tja, Timotheus, da siehst du mal. Ja, die Preise ist beschäftigt. Ja, ich meine, für sehr Fridolin, gut. Den kannst du auch Steine füttern. Wenn du so Steine hast, dann isst er die auch. Oh ja, darf ich den mit rausnehmen? Dann kann ich ihm Kiesel geben. Vielleicht bringst du die Kiesel lieber rein. Okay. Das ist besser. Rennt raus. Ess erst! Ja. Ach ja, so, okay. Ja, vielleicht sollten wir auch noch was essen, bevor wir losgehen. Und mit Steinen werde ich nicht satt. Das stimmt. Das stimmt. Ist auch so schlecht für die Backzähne. Ja. Backenzähne. Ja. Entschuldigt doch bitte für die Unruhe, die wir euch heute Morgen hier bereiten. Alles gut, es ist nicht anders sonst. Ob jetzt Hühner durchgejagt werden oder Hamster. Ach ja, okay, gut, ja dann. Ja. Ja, ihr könnt auch mitessen, so mit frühstücken. Wir werden von unseren Vorräten mit was dazulegen, damit wir denen jetzt hier nicht die Speisekammer leer machen. Wie gesagt, die scheinen aber wieder viel zu haben tatsächlich. Also es wird also einfaches Essen, aber üppig gedeckt. Naja. Es ist sehr schwer, die Kinder an den Tisch zu bekommen, weil die völlig woanders sind gerade. Aber ja. Ihr seid gut gesättigt. Sehr gut. Dann los. Ja, dann lass uns doch langsam mal erstmal vielen Dank für die Gastfreundschaft. Ne? Genau. Also. Sehr gerne. Ja, der Lin hat den Fridolin in so einen Eimer voll mit Steinen gesetzt. Fridolin hat einmal noch freudig gequiekt. So. Und dann liegt er so auf dem Bauch und schaut dem Steineparadies so wieder ab. Die Füße hinten so. Ja, genau. Genau. Ja. Okay, gut. Sehr gut. Anouk ist froh, dass er von den Kindern wieder weg ist. Dabei fällt mir ein, sobald wir den Fuß vor die Hütte setzen, würde ich auch mal gucken, ob ich da irgendwelche, was waren das, Weidenzweige oder sowas finde, um das Horn damit zu füttern. Flechten, oder? Flechten waren es. Ja, gibt es auf jeden Fall. Flechten findest du eigentlich da im Norden überall. Genau. Und da würde ich das Horn auch mal wieder damit füttern und aufladen. Ja, ihr könnt auch den Brief übergeben. Sie ist sehr, freut sich von ihm zu hören. Fragt euch dann auch natürlich auch ein bisschen, wie es ihren Söhnen so geht und was die so machen. Ihr merkt, dass sie nicht so begeistert davon ist, dass Merwin bei Bill in der Ausbildung ist. Und er erzählt auch am wenigsten. Ihn sieht, also sie kann sie ja eh nicht, oder besucht sie nicht da, nur Ansem geht immer den Weg hin und her, aber der meldet sich auch am seltensten quasi, also scheint so ein bisschen ihr Sorgenkind zu sein, aber freut sich dann sehr darüber, dass sie ihn getroffen habt und dass es ihm gut zu gehen scheint. Sagt dann, er ist halt manchmal so ein bisschen schüchtern, er kommt halt nicht bei jedem auch immer so gut an, er kann sich nicht so gut durchsetzen, aber genau. Ja, aber er wird schon seinen Weg machen, denke ich, und
Er hat euch immerhin einen Brief geschrieben. Er hat euch nicht vergessen. Es schien ihm auch wirklich sehr viel daran gelegen zu sein, dass ihr diese Nachricht bekommt. Ja, sie wischt sich so ein Tränchen weg. noch so lang. Hm. Aber dass ihr... Müsst du mal mit Anselm mitreisen zum Feenmarkt? Vielleicht triffst du ihn direkt dort? Ja, oder? Dann kann ich auch die Lala wieder besuchen. Zum Beispiel? Ja, das ist jetzt ja auch alles wieder besser möglich. Mhm. Und ich glaube, das täte eurem Sohn auch ganz gut, weil ich glaube, die Lehre, die er da macht, die kann für sein zukünftiges Leben schon sehr hilfreich sein, aber trotzdem wäre euer Einfluss da vielleicht nicht das Verkehrteste. Oha, nicht, dass der Marvin nachher die Händlervertretung aus Hay ist, ne? Ich meine, wenn er schon bei einem Händler in die Lehre gegangen ist und wenn er dann als Geselle, würde man dann das so sagen, dann rausgeht, dann übernimmt er dann das nachher. Ja, ihr seht, wie ihre Brust vor Stolz anschwillt. Ja. Ich meine, er hätte dann ja das Handwerkszeug dazu, nicht wahr? Ja, wobei ich glaube, dass so die Händler zwischen den Dörfern, die brauchen vielleicht nicht nur händlerisches Geschick, sondern auch für den Anfang zumindest ein bisschen diplomatisches Geschick. Und ich glaube, da wäre es ganz gut, wenn er das auch noch lernen würde. Ich glaube nicht, dass er das bei Bill lernt. Mhm. Kann man ja wen anders und nicht, dass irgendwie noch Wischwaschkraut gehandelt wird oder sowas, ne? Genau. Ich will dem nichts unterstellen, aber okay, gut, dann genau. Ja. Machen wir uns mal auf den Weg. Ja. Ja. Ihr bekommt Proviant mit für eure Reise nach Arbonven und verabschiedet euch in Hay. Die Kinder verabschieden sich vor allem, sind mehr an euren Begleitern interessiert als an euch tatsächlich. Die Lina, oder? Ja. Genau, die Lina hat ein paar Rockfedern in der Hand. Hat aber auch so eine fette Schramme hier und sagt dann zu Gwen, also er ist ein bisschen wild, aber ich habe mich gewehrt. Du hast ihm Federn ausgerissen und dann wunderst du dich, wenn er dich ins Gesicht schraubt. Er hat mich zuerst gehackt und dann habe ich gesagt, so geht das nicht und habe mich ein bisschen mit ihm geprügelt. Und dann sind die Federn aber ich glaube, wir sind jetzt okay. Du siehst den Rock, der steht so bei dir. Mit dem Rock das so machen könnte, mit diese Augenblick. Ja, da so, die Federn. Ne, wir sehen uns wieder, Fräulein, wir sehen uns wieder. Ja, also eine Feder aufs Leben, oh ja. Gott, ja. Ja, Fede oder Freundschaft. Ja, zum Glück kann er kein, zum Glück ist er kein Drachen, kann kein Feuer speien. Ja. Ihr bekommt auch Fleisch mit. Wir wissen sagen, halt leider nicht so genau, was seine Fähigkeiten sind, wenn er mal größer ist. Noch ist er ja klein. Ja. Gut. Genau, geht dir nur bis zur Hüfte. Mhm. Klein. Heute noch morgen. Ja, er ist kleiner als ich. Das ist, also in Zeit ist er klein. Ich mache mir ja eh schon Gedanken, wie soll ich ihm das Fliegen beibringen? Ich kann ja nicht fliegen. Das wird eine interessante Lektion für euch beide, ja. Ich bin dafür, du kletterst auf ein Haus und springst runter und bewegst dabei heftig die Arme. Vielleicht schaut das sich was ab. Ich bin dafür, dass wir uns noch mal was anderes überlegen. Siehst du mal, also, Magier. Das kannst du auch selber machen. Ich gebe dir Federfall mit und dann wirst du zumindest sanft landen. Soweit die Theorie. Ich habe den Zauber nie getestet, aber... Dann mach es doch selbst, weil mach den Federfall doch bei dir. Ja, der Wissenschaftler, der muss ja das Experiment auch beobachten und dokumentieren können, wenn es nämlich nicht man funktioniert. Man könnte ja Federfall erstmal wirken und von einem Tisch springen und gucken, was passiert. Das ist auch wieder eine Idee. Das wäre dann der richtige wissenschaftliche Ansatz. Man macht erstmal ein kleines Experiment, um zu gucken, wie das funktioniert. Und dann kann man... Ja, und dann... Ja, ja. Ja. Also, Taran ist ja schon mal geflogen, da ist der Rock jetzt auch nicht hinterher. Den setzt man dann auch mit auf den Tisch und schubst ihn dann runter oder so. Niemand schubst meinen Rock vom Tisch. Wenn er doch fliegen lernen soll. Aber nicht schubsen. Wer laufen lernen will, der muss auch hinfallen können. Ja doch, wir sind alle auf die Schnauze geflogen, als wir das Gehen und Laufen gelernt ja, haben. Ja, manche öfter als andere, nicht wahr, Taran? Ich sehe das stimmt, wenn ich gucke betont auf deine Nase. Konnte ich schon laufen. Das wird eine interessante Rückreise. Ja,
Ich geh als Letzte und der Rock läuft neben mir her und ich sage ihm, beachte sie gar nicht, die sind alle doof. Du und ich. Wir beherrschen die Welt. Was? Dwayne the Rock Johnson. Dwayne the Rock Johnson. Weil ich nicht dran gedacht habe. Und jetzt ist er auf den Namen geprägt. Jetzt ist es zu spät. Ja, dann er könnte auch ein Roll heißen. Er wird ihn auch Roll nennen, ja. Rock and Roll, ja. Nee, dann ist Timotheus besser als Roll. Aber Dwayne, das war wirklich, ja, das ist Schwesterlein, du warst zu langsam. Dwayne the Rock, den treffen wir dann. Das ist dann der übergroße Rock, der dann Gwens Rock mobbt. Nee, das ist der Vater von ihm. Niemand mobbt meinen Rock. Dwayne the Rock schon. Na, dann hat er es mit mir zu tun. Da werde ich ihn dann aber mal. Dann gebe ich zu seiner Mutter und dann werde ich ihm sagen, was Dwayne gemacht hat. Und dann ist der so klein mit Hut. Anouk. Wenn Mama Rock kommt. Anouk, ich kann dir in Gedanken ein Bild zeigen und ich hoffe, du bist dann in der Lage, uns dorthin zu bringen. Dann gehe ich nämlich schon mal vor nach Avonwen und gucke. Geh dann schon mal vor. Also vorgehen, ne? Also, ja, ja. Lalala. Ja, wie viel ich beobachte euch. Mit diesen Diskussionen, wie viel Zeit haben wir damit rumgebracht? Mehrere Tage. Irgendwann ist Fridolin verschwunden. Einen Tag. Tag später, ab und wenn so von den verschiedenen Seiten, wir haben uns mittlerweile getrennt, kommen durch verschiedene Seiten. Die Einzige, die auf dem direkten Weg gegangen ist, ist Else, weil die sich gedacht hat, mir ist es egal und wir anderen trennen uns, weil ja, du sollst keine anderen magischen Wesen neben mir haben. Ja, aber ihr kommt gut voran, ihr habt auch gutes Wetter, es ist jetzt Juli, der 20. Juli. Ihr seid den Tag über unterwegs. Ihr wisst, ihr braucht ungefähr 2 Tage, bis ihr wieder an die große Straße kommt, wo auch der Turm ist, der Nordturm. Dann ein bisschen die Straße runter. Und schlaft dort, schlagt den Lager auf, nochmal ungefähr da, wo ihr auch den... Brotus? Nee, der ist ja erst den, weiter weg. Ach so, den Amser getroffen habt, genau. Ja. Eure Nacht vergeht aber ereignislos, das heißt, ihr bekommt alle einen Trefferpunkt zurück. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich bin nämlich auf 16 von 29. Also ihr bekommt 2 zurück, weil ihr bekommt einen in Hay und jetzt einen für die Übernachtung. Ja, okay. Mhm. Ich bin auf 17 von 17. Ich habe nur 17. Mhm. Dann ja, du hältst ja auch nie irgendwie deinen Kopf hin. Die Sache, dass ich... ich bin ja auch die Schwester von allen. Ich bin schutzbedürftig. Okay. Ich würde Anouk da noch vermitteln, wenn sie irgendwo jagen gehen möchte, weil sie als... Ja, ne, dass die ist ziemlich oft weg. Also die schlägt sich dann immer mal wieder ab und zu irgendwo weiter weg, ist dann auch wirklich teilweise 2-3 Stunden weg, bis sie dann wieder zu euch stößt und euch ein Stück begleitet. Aber die streunt mehr so... Die mag wohl nicht so offen laufen auf dem Weg oder dem Gelände. Die streunt mehr so in den Gebüschen und Wäldern rum. Ihr müsst ziemlich viele Pausen machen, weil Timotheus sich manchmal einfach wieder hinfallen lässt und scheinbar Pausen braucht, weil keine Lust hat zu laufen. Die Beine sind auch kurz. Fridolin mümmelt in dem Eimer, den der Taran mitgegeben wurde, mit den Steinen. ihr hört ihn so ganz leise schnarchen ab und zu. Ein Kieselbad. Ja. Auch die zweite Nacht vergeht ereignislos. Sie bekommt noch einen Trefferpunkt zurück. Bis ihr tatsächlich auf die große Straße wieder kommt. Also die einzige wirklich große, ausgebaute Straße in den Grenzlanden im Norden. Und ihr seht etwas, was ihr davor noch nie gesehen habt, außer beim Markt und Feuerfest, nämlich einen Karren. Ein Karren, der gezogen wird von 2 sehr dicken Ponys. Auf dem Karren sitzt ein Mann. Der Karren ist abgedeckt und neben ihm reitet ein Jugendlicher, der ungefähr so alt ist wie ihr, auch auf einem Pony und hat 2 weitere Ponys an so einem Führstrick hinter sich. Sehr gut. Oh. Und die reiten da gerade entlang. Hey da! Die Kollegen aus Pembroke. Oh! Kommen neben euch zum Stehen. Na, sowas.
Seid ja, grüßt. Seid gegrüßt. Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Nun, mein Name ist Ansgar. Und ich bin, wie sollte es anders sein, aus Kerlon. Und das sieht man doch an unseren wunderbaren Pracht-Nordmähnen, ist es nicht so? Mist, Kerlon war es, ja. Die am, genau, ja. Die Ortschaft am Meer. Ja, das ist, genau. Das ist Tegan. Er bildet sich aus als, nun, aus Händlerwacht. Denn ich bin der erste Händler wieder in dieser Generation aus Kerlon. Und ich bin auch der erste, der auf einen Handelszug ist. Das ist ja hervorragend. Ist das so ein Ergebnis, was im Nordturm in der Sitzung besprochen worden ist? Oh, durchaus. Ah, das wir ist haben ja das Ganze natürlich vorangetrieben und angetrieben. Wir wollten wieder handeln. Immerhin sind wir am Hafen. Oh, apropos Hafen. Auch Moment. Der Süden scheint wieder ein wenig mehr aufzuwachen. Der Süden scheint aufzuwachen. Aber Moment, vorher möchte ich mal klarstellen, die Idee, wieder den Handel anzukurbeln, das war ja wohl die Idee der Arbonvenner. Wenn ich uns übrigens vorstellen darf, ne? Also mein Name ist Taran Krochanhut und das sind, also ich nenne alle Namen. Mhm. Wir sind alle aus Arbonvenner, wir sind gerade wieder auf dem Weg nach Hause und es war die Idee der Arbonvenner, den Handel wieder anzukurbeln. Ja. Bei so einem schlaksigen jungen Mann hätte ich nicht gedacht, dass er Hüter ist. Wobei der andere ist ja noch schlaksiger. Mhm. Ihr müsst also diese vier Jugendlichen sein. Sehr interessant. Erfreut eure. Eure Bekanntschaft zu machen. Sehr gerne. Ja, danke gleich. Ich glaube, wir sind die vier Jugendlichen. Genau. Taran, jetzt fahr mal einen Gang runter irgendwie. Wie wäre es, wenn wir irgendwo gemeinsam hier Pause machen oder so? Ihr erzählt euch uns ein bisschen was über Kerlon. Und über und über den Süden. Ja, da scheint es ja Neuigkeiten zu geben. Das kann ich gerne machen, aber wir sind ja nach dem Weg nach Arbonvenn. Wenn ihr auch dorthin müsst, dann könnt ihr einfach aufspringen und ich erzähle perfekt. Unterwegs. Allerdings. Ja. Eure große Katze da sollte ein wenig von unseren Pferden wegbleiben. Honnies, sagt dann der Tegern. Ach, egal, weg von unseren Viechern. Ja, ich glaube, die sind eine kleine Nummer zu groß und sie... Ich glaube dann das... das Problem wäre eher und mit dem Finger auf Timotheus. Also Anuk ist... Und auf dem Karren kann er nicht so viel anstellen, oder? Oder frisst er gern Gemüse? Also richtig wissen wir das noch nicht, aber ich glaube, er bevorzugt eher Fleisch. Ich wollte gerade sagen, Gemüse haben wir nicht. Oh, das haben wir nicht dabei. Wir holen uns Räucherwürste aus Arbonvenn. Ah. Räucherwürste. Räucherwürste, Honig und Wollstoffe. Ja, und natürlich auch Kirschmarmelade, oder? Die auch. Ja. Die Kirschtörtchen werden wahrscheinlich eher hart. Ja. Ja, man braucht ein Mehl, was mit Feensieben gesiebt wurde. Dann ist das nicht so. Wir haben da jetzt schon... wir hatten welche gekauft, oder? Kann das sein? Mhm. Oh, mit Feeschem kenne ich mich aus, sagt der Tegern dann. Ach, Junge. Obwohl, ja. Man muss ihm zugestehen. Er hat unserem Dorf einen guten Dienst erwiesen. Und ihr seht den Tegern sich so auf diesem... sehr dicken Pony auf. Man sitzt da auch sehr obeinig drauf, ne, weil das wirklich so Bäuche hat. und er flustert sich aus und sagt so, ja, ich bin nämlich auch ein Held, der Held aus Kerlon. Ach guck, erzähl, wie es dazu gekommen ist. Ja, springt doch auf. Ja, ihr könnt. Okay. Ja, wir... Springt auf. Mhm. Und der Tegern fängt, also einer kann vorne neben dem Ansgar sitzen und der Rest kann sich hinten auf dem Karren mit drauf setzen auf das Gemüse. Der Tegern reitet dann so neben dem dann Karren. Dann kann Taran nach vorne so die wichtigen Leute da auf den Kutschburg und ich hab, so. Ich habe eigentlich jetzt gedacht, Timotheus, dem wir einen Hut aufsetzen. Lässt er sich das gefallen oder frisst er den Nein. Hut? Nein. Ich glaube, der Ansgar vertraut ihm nicht so. Ja, dann setze ich mich nach vorne auf den Bock, okay. Außerdem sind dann die Ponys, die vorne dran sind, schon fast irgendwie in Bissreichweite für den Roch, ne? Ja. Der guckt dann mit dem Pferdeschweif immer so hin und her. Mm. Ja, dann Tegern reitet so neben eurem, neben dem Karren her. Also, ich wurde ausgewählt, um den neuen Handelszug zu begleiten. Und ihr hört den Ansgar von Handelszug. Ich bin nur einer.
Ja, aber es werden ja vielleicht mal mehr. Wenn man die Ponys mitzählt, seid ihr zu mehreren. Ich und meine Freunde, wir haben gegen die Slua gekämpft. Die was? Die was? Slua. Was? Ja, beschreib uns die. Volksweisheit. Ja, wir haben jetzt schon so mit der ein oder anderen Kreatur zu tun gehabt, aber Slua kennen wir noch nicht. Also vielleicht... 3 über 18, sehr guter Erfolg. Mhm. Muss ich finden. Also Gwen kennt sie auf jeden Fall aus, Volksweisheit aus Geschichten. Und das deckt sich auch mit dem, was der Tegan erzählt. Die Slua sind bösartige Geister der Toten. Sie nehmen die Gestalt einer schwarzen Wolke oder eines großen Vogelschwarms an und ändern oft die Form, während sie sich ihren Opfern nähern. Sie kommen immer aus dem Westen und verschwinden im Osten. Sie jagen als Schwarm. Sie tun sich zusammen zu einem einzigen Wesen quasi und sind bekannt für ihren Mordshunger. Und ihr, als er das erzählt, ihr habt die tatsächlich mal gesehen. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich glaube, es war auf der Reise von Avonben nach Tywell. Da habt ihr einmal in der Entfernung diese dunkle Wolke über euch wegziehen sehen. Sehr weit entfernt, genau. Mhm. Und der Tegan erzählt, dass es früher einen Leuchtturm gab in Kerlon, der von einem magischen, also der ein magisches Licht hatte. Und dieses Licht hat die Schiffe aus dem Süden und dem Norden immer durch die ganzen felsigen, durch die felsige Brandung geführt, sodass nie ein Schiff verunglückt ist. Bis irgendwann dieser Kristall verschwunden ist oder kaputt gegangen ist. Und ja, von da an kamen die Slua und haben immer wieder das Dorf heimgesucht. Und seitdem sind auch keine Schiffe mehr aus dem Süden gekommen, weil zu viele zerschellt sind. Aber er hat mit seinen Freunden, hätte ich natürlich gucken müssen, wie die hießen. Dieses Abenteuer existiert nämlich tatsächlich. Yolanda? Nee, das war es zum anderen. Der war auch der Hexenschüler, ne? Genau, Cassius war dabei. Genau. Mhm. Und eine... Ich schau gleich. Genau, aber die haben ein Abenteuer erlebt und haben es aber letztendlich geschafft, unter großen Anstrengungen, diesen Kristall zurückzubringen oder zum Leuchten wiederzubringen. Und jetzt ist tatsächlich ein Schiff aus dem Süden auch wieder angekommen. Es scheint sich verbreitet zu haben. Oh. Hm. Dann nochmal kurz die Frage, wie habt ihr die bekämpft, dieses Noah? Also mit dem magischen Licht. Ah. Also man kann sie nicht richtig, es ist sehr schwer, sie zu bekämpfen. Man kann Einzelne bekämpfen, wenn sie aus dem Schwarm ausscheren. Mhm. Aber als Schwarm sind sie sehr, sehr stark. Genau, Aluna, Cassius und Tegan haben es aber geschafft, diesen Turm wieder zum Leuchten zu bringen. Und seitdem sind die Slua nicht mehr gekommen. Hm. Die sind weiter nach Osten geflogen jetzt. Und erzählt euch sonst noch irgendwelche abenteuerlichen Geschichten, dass die Geister der Verstorbenen wieder auferstanden sind und das ganze Dorf ein reines Chaos war. Und ja, also es scheint auch in anderen Dörfern sehr spannendes vor sich zu gehen. Ja, von Geistern, da können wir auch Geschichten erzählen. Und dann können wir jetzt mal von der wilden Jagd erzählen, die wir ja hautnah miterlebt haben. Das ist eine andere Art Geister. Ja. Ich meine, das hat sich ja auch so ein bisschen verbreitet, glaube ich, die Geschichte. Wir haben ja schon vorher gehört, bevor wir überhaupt nach Tywell kamen. Mhm. Und dann können wir jetzt davon erzählen und haben auch eine Geschichte zu erzählen, während wir fahren. Genau. Ja, aber wir fangen erstmal, vielleicht gibt es so einige Dinge, die wir nicht unbedingt erwähnen sollten. Die schlüpfrigen Zeichnungen. Ach nein, das wisst ihr aber nicht von uns. Ja, das machen wir nicht. Genau. Während die anderen Tergan erzählen von der wilden Jagd, die Geschichte kenne ich ja, ich war ja selber dabei, würde ich vorne auf dem Bock sitzend mit dem, wie hieß er, Ansgar? Gesundheit. Danke. Mit dem Ansgar würde ich dann
mich unterhalten, ob es denn Neuigkeiten aus dem Süden gibt, ob das Schiff, was angelandet ist, Nachrichten mitgebracht hat. Oh ja, prächtiges Schiff, die Goldfunkel. Mhm. Nun, mindestens, also 10 Mann aus dem Süden, die sind jetzt bei uns in der Taverne. Ich meine, die Tavernenbesitzer sind natürlich glücklich und der Handel kommt gerade recht. Aber sie erzählen schon sehr, also der Süden, ach, das wäre nichts für mich. Und er spuckt einmal aus. Ne, viel zu, ach, wie soll man sagen? Ne, das wäre nichts für mich. Aber, sie sind jetzt wieder im Süden, im Norden, um im Süden nach langer Zeit Bericht zu erstatten, was sich hier so zuträgt. Und sie haben wohl mitbekommen, dass es Veränderungen gab. Und es heißt, dass einer von uns aus dem Norden im Verlies des Königs sitzt, weil er ein Attentat auf ihn nun geplant oder versucht hat. Aha. Ein versuchtes Attentat. Einer von uns aus dem Norden. Aha. So heißt es. Deswegen wurde das Schiff wohl auch geschickt, um zu schauen, ob es hier noch wieder zu neuen Aufständen kommt. Aber, wie sind denn die Leute aus dem Süden so? Sind die genauso angezogen wie wir? Reden die so wie wir? Rüstungen, glänzend wie die Sonne, viel zu poliert für den Kampf. Mhm. Alle mit so Kronenabzeichen darauf und irgendwelchen komischen Zeichen. Hab nicht weiter nachgefragt. Mhm. Nun, wenn sie den Helm abnehmen, dann schauen sie eigentlich fast so aus wie ihr, nur viel zu gut rasiert. Mhm. Na, spannend. Naja, weil wir hatten auch schon drüber nachgedacht, so die Verbindung zum Süden auch wieder herzustellen, intensiver zu gestalten, aber... mit dem Leuchtturm jetzt ist das wieder möglich. Ja, genau, aber erstmal ging es darum, wieder die Dörfer des Nordens miteinander zu verbinden. Natürlich haben wir aus den Dörfern im Osten schon sehr, sehr lange nichts mehr gehört, nicht wahr? Nun, das letzte Mal waren wir ja beim Marktfest, aber da kommt ja immer nur ein kleiner Teil. Ja. Mir ist es ehrlich gesagt lieber, wir handeln hier oben im Norden. Hier kenne ich mich aus. Und außerdem, nun, wenn das mit dem Süden wieder beginnt, ich bin mir nicht sicher, ob wir davon profitieren. Meiste, was wir hier an Sternenmetall abgebaut hatten, ist immerhin im Süden verarbeitet worden und dort geblieben. Apropos Sternenmetall, Teibel hat seine Mine wieder aufgemacht. Oder möchte sie wieder aufmachen. Das sind ja hervorragende Neuigkeiten. Ja, in Teibel, da sind wir natürlich auch gewesen. Das hat vielleicht auch die Runde gemacht. Beim Nordturm-Treffen hieß es wohl, ihr seid auf dem Weg dorthin. Ja, genau. Und, oder wart schon dort. Genau. Ja, und hier meine Kameraden, die erzählen ja gerade davon. Wir haben da das ein oder andere Problem, was dort vorherrschte, haben wir, so gut es uns gelang, bewältigt. Und wenn jetzt aber das für Teibel den Ausschlag gibt, die Mine wieder zu eröffnen, dann freuen wir uns natürlich darüber. Ja, ich bin gespannt, ob es dort noch etwas gibt. Ja, hier ist momentan sehr viel los, nicht wahr? Sehr viel kommt in Bewegung. Das ist doch wunderbar. Ja, der Schreiber aus dem Süden, also es sind Seemänner, die sind mir die liebsten, muss ich ehrlich gestehen. Die Söldner, die da geschickt wurden direkt von Brenin, das ist viel zu geleckt. Aber dieser Schreiber, komischer Typ oder Frau, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wollte Schreiberling mit, um zu berichten über die anderen Dörfer, habe ich gesagt, nee, das ist die erste Fahrt. Wir müssen erstmal wieder den Kontakt aufbauen, habe ihr dann erzählt, dass es geht noch ganz wild zu, sollen erstmal warten. Wie hieß der Schreiber oder die schreibende Person? Das konnte ich mir gar nicht merken, komischer, unaussprechlicher Name. Mhm. Komisch. Kasarundre oder sowas. Vielleicht kommt er auch von dieser komischen Akademie, wo die Sterndeuter her waren. Ja, vielleicht. Hat er was hat er angehabt? Ziemlich feine Kleidung. Mhm. War da irgendwas ziemlich zerknitterte feine Kleidung. War da was Besonderes drauf zu sehen? Irgendein Symbol, ein Emblem? Ja, die Krone. Auch die Krone. Ah. Na, spannend, interessant. Hm.
Ja, und jetzt hier für den, um den Handel wieder ans Laufen zu bringen, was habt ihr denn eigentlich hinten aufgeladen? Was bringt ihr denn alles mit? Nun, in erster Linie bringen wir die zwei Ponys im Tausch gegen die Wollstoffe. Hm. Das Paar von der Weberei wollte unbedingt zwei Ponys haben für den Ackerbau mit. Ach, die Mehltaus? Mhm. Ah. Ja, sind wohl fürs ganze Dorf, aber... Sven und Else, die Ponys sind für eure Eltern. Buddy ist ja auch ein halbes Pony eigentlich. Und jetzt tu nicht so, als ob du es nicht mindestens einmal versucht hättest. Ja, das stimmt. Okay. Ja, aber seid ihr denn bislang gut durchgekommen oder war mit der Straße irgendwas nicht in Ordnung? Seid ihr auf Hindernisse gestoßen unterwegs? Nein, einmal in der Nacht kamen die Wölfe relativ nah, aber sie sind nicht zu uns gekommen, dank dem Feuer vermutlich oder weil wir so viele Tiere dabei haben. Das war ihnen wohl zu viel. Ansonsten sind wir sehr gut durchgekommen. Ah, sehr gut. Aber wenn ihr jetzt aus dem Osten kommt und wir jetzt wieder nach Westen reisen, habe ich das richtig von den Himmelsrichtungen? Nee, die kommen aus Westen. War das dann andersrum? Von Westen nach Osten. Dann war es andersrum. Okay, dann hat sich das... Ihr seid auf Roll20 auch auf der Karte. Ja, ja. Aber sind die Dörfer nicht beschriftet? Ah, Kerlon ist ganz links und Arwenwen ist da, wo ihr eure Tokens jetzt gerade drauf zugehen. Ah. Okay, nee, dann habe ich nichts gesagt. Ja, aber jetzt bringe ich diese Ponys erstmal nach Arwenwen, lade das ganze andere Zeug auf und erzähle von den Neuigkeiten aus dem Süden und diesem Attentat und dass wir wohl noch mehr Besuch bekommen, wenn es wirklich das im Norden war. Und dann mittlerweile haben wir hier schon einige Leute kennengelernt mit Attentat. Sagen wir mal, wir hätten da schon mindestens einen Kandidaten, dem man sowas zutraut. Gibt es irgendwelche Namen oder eine Personenbeschreibung, wer das sein kann hier aus dem Norden? Konnten sie nicht sagen. Bis zur Verhandlung weiß niemand, wer es ist. Wurde sofort ins Verlies geworfen. Also, und ich, nun, von dem, was unter uns, was sie so erzählt haben nach einigem geflossenen Alkohol, die Verhandlung wird wohl auch relativ schnell laufen. Das Problem ist, für den Süden sind wir ja hier alle gleich. Das heißt, wenn wir dort jetzt schlecht repräsentiert werden, dann werden wir hier oben wieder Probleme bekommen. Diese Südmenschen, alle furchtbar. Wir sind doch hier total verschieden. Ja, kann doch nicht alle über einen Kamm scheren. Die sind doch alle bekloppt da unten. Ja, das ist jetzt genau dasselbe, aber Gwen denkt sich so, okay, ich lass uns da jetzt einfach nicht drüber reden, und sie streichelt dem Rock über den Kopf. Aber sag mal, Ansgar, woher hast du, oder woran hast du überhaupt erkannt, oder woher hast du gewusst, dass ich ein Hüter bin? Nun, ihr lauft zu viert rum, zwei Mädchen, zwei Jungen, im Nordturm ging es um euch. Ach so, da wurde auch gesagt, dass ich der Hüter von Arwenwen bin. Es wurde darüber gesprochen. Ah. Hat man denn bei euch im Dorf noch Kenntnisse von den Hütern? Also weiß man, was die Hüter sind und wofür es die gibt? Oder ist das bei euch auch verloren gegangen? Wir haben Ansem eingeladen aus Hey. Er hat wohl noch am meisten Kunde darüber. Viel wissen wir nicht, aber das Ritual wird noch durchgeführt. Ja. Unsere Hüterin ist leider tot. Wie hieß sie denn? Das war Kunigunde. Kunigunde. Und der Tilgan neben sich, ja, aber mein Freund ist jetzt der neue Hüter. Und ich bin der neue Handelswächter. Gut, also auch so eine Art Hüter. Ein Handelshüter und ein Ritualhüter sozusagen. Okay, alles klar. Ja, dass Kunigunde tot ist, die Nachricht kommt von uns, weil wir sie gefunden haben und beerdigt. Ja, das ist sehr traurig. Das Dorf ist in Trauer. Sie war öfter mal weg, aber sie ist immer wieder zurückgekommen. Deswegen fragte ich ja, wer das war dort unten, weil eventuell noch irgendwo ein Mörderpärchen umgeht.
Ja, nicht aus unserer Stadt. Nee, sie stammten ursprünglich aus Tybel. Ja, das wird im nächsten Nordturm-Treffen besprochen werden wahrscheinlich. Ich meine, vielleicht wäre es ganz gut, weil wir sie jetzt, sie sind uns gerade kürzlich wieder entwischt. Vielleicht eine kleine Personenbeschreibung, einfach eine Personenbeschreibung geben, damit halt der auch gleich weiß, wenn er da irgendwie jemanden trifft, der irgendwie... einer von den beiden trägt auch einen Hüterdolch, den er fälschlicherweise an sich gebracht hat. Hm. Eben weil er einen der Hüter getötet hat. War doch irgendwie so, ne? Dass die halt da Leute ausgetauscht haben teilweise. Mhm. Und der Dolch gehört nach... Du hast den Dolch übrigens von Cassius. Also Kunigunde und Cassius. Ja. Nee, ich selber habe ja keinen mehr. Ich hatte den aus Hay und habe den Anselm gegeben. Und ihr hattet noch den von Kunigunde. Der Karl und Thea haben den von Pembroke, von der Freda. Von Pembroke. Die genau. Freda wurde geopfert für dieses Portal. Mhm. Genau. Okay. Also während der Fahrt würde ich dann auch zwischendurch mal so den Kopf zusammenstecken mit Fergas. Mhm. Sag mal, Fergas, hier mit diesem Attentat auf den König, den jemand hier aus dem Norden begangen haben soll, das hört sich für mich sehr merkwürdig an. Ansgar hat auch so betont, dass das auf den ganzen Norden wieder zurückfallen könnte, dass man das als Vorwand nimmt, hier wieder mehr Einfluss ausüben zu wollen. Hieltest du es für möglich, irgendwie innerhalb von, zum Beispiel mit Hilfe von Anuk dorthin zu reisen, um bei der Gerichtsverhandlung zu intervenieren? Zum einen weiß ich noch gar nicht, wie weit sie eigentlich halt reisen kann, wenn sie irgendwie, ich meine, wir hatten ja schon mit der Feenkatze, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Tjaldur. Tjaldur, genau. Den Namen merkst du dir. Der Name ist parat, okay, gut. Dass auch nur zwei Personen halt mitgenommen werden können. Und was ich jetzt noch nicht weiß, ist, wie das funktionieren mit dem, muss halt die Löwin vorher dort gewesen sein? Oder wie geht das mit unbekannten Orten? Ja. Ich meine, man kann sie einfach nach Süden bringen oder sie wird ja irgendwo von dort kommen. Genau, sie ist ja nicht hier heimisch. Ja. Aber ich weiß, wie gesagt, also Momente, das funktioniert ja schon recht gut. Sie ist auch einigermaßen zahm. Sie hat ja auch das Kind nicht gefressen, was das hier am Abend hat. Deswegen, wenn wir dann nach Avernwen kommen, ihr noch beizubringen, dass die Gänse und die Enten und die sind jetzt Ense und die Schafe und Buddy nicht zum Fressen Buddy da sind. Und Buddy, genau. Ja, genau, dass die ganzen Viecher dann nicht zum Fressen da sind. Ich weiß ja auch bei uns, wir hatten glaube ich auch noch kleinere Kinder, ne? Wir waren halt so die Jugendgängen sozusagen und aber wie das funktionieren würde, an unbekannte Orte zu reisen, die auch für uns völlig unbekannt sind. Ja, nur mein Gedanke dabei ist, also das ist auch ein sehr unausgegorener Gedanke, ne? Aber ich finde, was Ansgar sagt, das finde ich schlüssig. Es wäre natürlich schön, eine Möglichkeit zu haben, das zu verhindern, dass es auf den ganzen Norden zurückfällt. Ich wüsste nicht, ich weiß, ob wir da wirklich die Möglichkeit haben, aber mal drüber nachzudenken, ist ja vielleicht nicht verkehrt, ob wir die Möglichkeit vielleicht doch haben. Ja, und vor allen Dingen, wie viel Bösartigkeit würde hinter so etwas halt stecken? Wie weit würde ein Herrscher gehen, zu sagen, der kommt aus dem Norden, die Identität wird erst bei der Verhandlung irgendwie offenbart? Und es ist gar keiner aus dem Norden, sondern nur, um einen Vorwand zu haben, irgendwie, ich sag mal, Soldaten zu schicken. Ne? Also, dass das Ganze eine Intrige ist. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass das vielleicht auch zu dem Plan unserer Widersacher gehören könnte. Ja. Weil wir wissen, dass sie hier oben im Norden sehr umtriebig gewesen sind, aber wir wissen nicht, ob die nicht auch
im restlichen Teil der Welt sich herumgetrieben haben. Immerhin haben die Ezechiel auf ihrer Seite gehabt, der jetzt sehr mächtig gewesen ist. Ja, zumal du hattest doch mit dem Puka gesprochen, glaube ich, noch. Die hatten ja ein sehr, sehr tiefblaues Feuer. Ja. Und welches mit einer sehr großen Reichweite ausgestattet ist. Ich meine, die können entweder sich zurück wieder in die Eislande teleportiert haben, wo sie auch das Gold her hatten. Ja. Vor allen Dingen, dass sie irgendwie dieses Gold hatten. Ne? Also ich meine, finanzieller Hintergrund, vor allen Dingen von dem Umfang, dass sie einfach so ein paar tausend Goldstücke auf den Tisch legen können, um einfach nur ein Teleportationsfeuerchen da zu kaufen. Also das bringt mich gerade auf einen Gedanken. Wissen wir, wo die Goldmünzen, die wir als Zahlungsmittel verwenden, wo die herkommen? Weil das sind ja das Gold, das muss ja aus dem Süden. Weil das muss ja geprägt werden. Also, ihr wisst ja zumindest schon ein bisschen über die Geschichte des Nordens und so, auch inzwischen. Der Norden hat früher einfach so gehandelt, aber mit der Eingliederung in den Süden wurde halt Gold also Geld als Währung eingeführt. Okay, das heißt also, die Goldstücke, die wir verwenden... Das Gold wird teilweise im Norden abgebaut, aber wird dann quasi die Bank... Bei euch gibt es keine Bank. Aber ja. Im Süden gibt es eine Bank. Okay, aber wenn das jetzt Goldstücke aus den Dörfern in den Eislanden waren, dann heißt das für mich, dass eben halt die verschiedenen Dörfer auch... Ihr habt ihr noch nie gesehen, die Münzen. Das war aber ja auch wie eine alte Währung, ne? Und, Genau. Das heißt, das wird keine laufende Währung gewesen sein, sondern das wird aus irgendeinem Altbestand, aus einem Schatz oder was auch immer gewesen genau, sein. Genau, genau. Darauf wollte ich hinaus praktisch. Mhm. Ja, und während Fergus und Taran so vertieft sind in ihr Gespräch, Gwen und Else tauscht ihr euch noch ein bisschen mit Tigern aus auch und Ansgar und ihr dürft euch alle nochmal einen Trefferpunkt aufschreiben, denn ihr seid insgesamt jetzt mit ihnen zweieinhalb Tage unterwegs gewesen und kommt am Vormittag, dem 23. Juli, einen Tag vor Vollmond, in die Reichweite von Arbonwen und ihr seht es auftauchen und während die beiden noch so ins Gespräch vertieft sind, seht ihr aber, Gwen und Else, vor allem von Ansgar und Tigern auch aufmerksam gemacht, dass vor der Palisade, also die Schafe sind auf der Weide und vor der Palisade ist ein Zelt und ein Lagerfeuer des Annes und daran sitzen zwei Gestalten und ihr seht diesen Rauch aufsteigen und als ihr näher kommt, seht ihr, dass es zwei Gestalten in dunkelblauen Roben mit bestickten Sternenmuster sind. Du hattest die beiden Sterndeuter nach Arbonwen geschickt. Ja, wollte die anderen aufmerksam machen drauf? Taran, ja, doch. Du hattest gesagt, geht noch mal nach Arbonwen. Na, der Ansgar murmelt nur, ist ja ganz schön was los auf einmal. Hatte ich das? Ja. Warum hatte ich die nach Arbonwen geschickt? Du hast gesagt, oh, das ist ein schönes Dorf, schaut doch da mal vorbei. Ja. Ja, und ihr kommt... so eine Höflichkeitsfloskel so. Genau, ja, ihr kommt näher... Ganz kurz, wichtigste Info überhaupt, der Fluss fließt ja wieder in die richtige Richtung. Yay! Juhu! Also. Ja. Er fließt in die richtige Richtung. Ein To-Do von ersten Abenteuer weiter abgehakt. Ja. Ja, ihr kommt näher zu ihnen und Ansgar hält dann auch neben ihnen, stehen auch beide auf, klopfen sich so ab. Und Gwen, du hörst ein und Buddy schießt über diese Schafsweide auf dich zu und springt an diesen Wagen hoch und Anouk ist querfällt ein, irgendwo anders hingerannt. Der war das nicht geheuer. Der Rock ist auch, schaut oben und schart jetzt und pickt mit diesem Schnabel immer nach unten, kommt aber nicht an ihn dran. Und der Buddy ist völlig aufgelöst und Schwanz wedeln und laut und hier und was. Und die zwei, es sind tatsächlich die zwei Sterndeutigen. Ja. Der eine war ein Elf. Und, ich habe mir leider die Namen nicht notiert. Genau. Und Dr. Hubertus Kibitzkus und Dr. Friedicus Melikus. Ein Elf und ein Mensch, genau. Und beide schauen auch zu euch hoch. Ah, da ist ja der gelehrte Herr! Nun, wir haben es gefunden. Schade, dass ihr so spät dran seid. Ja. Wir müssen morgen schon weiter. Wir haben uns auch nicht ganz reingetraut. Es geht da nicht so
mit rechten Dingen zu. Da wird viel, ihr hört auch Lärm und Schreien irgendwie aus Ab und Wenn. Also wir haben uns da nicht so reingetraut, aber morgen ist Vollmond und dann hat unser guter Arkabasch, und ihr seht auch einen Feenlöwen ganz ruhig neben ihnen stehen, liegen in diesem Zelt. Er hat dann genug Kraft und dann reisen wir weiter. Aha. Na schön, ihr könnt ja gerne noch heute Abend bei uns hier verbringen. Und der Ansgar murmelt so, ich muss jetzt aber erstmal da rein. Ich springe erstmal vom Kutschbock und reiche beiden so die Hand. Ja, sie schütteln sie so, ja. Der gelehrte Herr. Taran, wir lassen dich kurz hier, wir werden mal gucken, wer da also ist. Also ich steige tatsächlich auch ab und begrüße Buddy und bitte Else, dass sie kurz Timotheus zurückhält. Ja, Buddy rastet völlig aus. Ja, und dann... Timotheus dann auch. Ja, dann streichle ich Buddy und dann... Gwen ist erstmal unter großem Hund begraben. Du bist total zugesabbert und alles, genau. Und dann unterhalten wir uns über jedes einzelne Schaf und über jedes einzelne Lamm und wie es so war und so weiter und wie Sabine geht und ja, genau. Alles wie immer. Und Sinead, das Lämmlein. Ja. Wie gut, dass ihr den Handel mit der Brokkoli-Hexe nicht eingegangen seid, war die das, glaube ich, ne? Mit dem, das war irgendwo in dem einen Zelt. Von wegen der oder die Erste, die euch begrüßt. Ja, ich meine, auf sowas würde ich mich ja nie einlassen. Das ist Teufelszeug. Ja, weil da hatten wir schon gesagt, das Erste, was ich sehen würde, wäre Buddy, Das ist dann auch so, ja. Und dann sage ich ihm, dass er ein ganz braver ist und ein ganz guter Junge und ein ganz schöner. Sabba. Ja, Else, mach doch bitte eine Geschicklichkeitsprobe. Oh je, nicht Charisma? Mm-mm. Aber Geschicklichkeit ist sie sehr, sehr gut drin, glaube ich, ne? Wow. Ja, du kannst ausweichen und zwar früh genug, sodass du den Rock noch von dir wegdrücken kannst. Der hackt nämlich nach dir. Ja, genau. Genau. Ja. Sag's ihm. Er muss es jetzt lernen. Ja, Else ist beschäftigt mit Timotheus, Gwen mit Buddy. Und die beiden schütteln immer noch, also einer die linke, der andere die rechte Hand von Taran. Ich schon mal vor. Darf ich die Herren vielleicht einladen in die Taverne? Meine Eltern... Nein, da gehen wir nicht rein. Es ist viel zu... Irgendwas stimmt da nicht. Wir haben nur kurz geguckt und dann sind wir gleich wieder raus, weil das war also völliger Trubel und Chaos. Und dann, Ansgar murmelt, ich fahre jetzt mal da rein. Tegan, du kommst mit. Dann erlaubt mir, ich muss eben meine Eltern, meine Verwandtschaft begrüßen. Darf ich denn euch etwas zu trinken hinausbringen? Oh, sehr gerne. Ihr könnt auch hier dann noch Tee. Wir haben Tee aus Wüstenrose mitgenommen heute. Also ihr könnt ja erstmal überzeugt euch. Vielleicht ist das bei euch so, ich weiß es nicht. Aber bei uns ist das eigentlich nicht so. Und deswegen, wir schlafen hier draußen und morgen zu Vollmond reisen wir dann weiter. Normalerweise ist das hier ein sehr beschaulicher Ort. Deswegen mache ich mir gerade auch ein bisschen Sorgen über das, was ihr gesagt habt. Ich muss erstmal sehen, was hier los ist. Normalerweise ist ein Monat her oder anderthalb und Easy und Gänse und Bedelia und hier der Zwerg und Aleph, ja. Schon wieder so lange her. Also das kann schon irgendwie. Wir gucken mal lieber. Ich halte nochmal Ausschau nach Anouk, ob die jetzt weit weggelaufen ist oder ob man die nochmal irgendwie wieder rankriegt. Nee, die streunt irgendwie um dieses, streunt darum. Okay. Lässt sie sich anlocken, irgendwie. So. Wenn du sie rufst, kommt sie ja. Okay. Ich möchte sie halt mit nach Hause nehmen, sozusagen. Ja, aber du siehst auch, als sie kommt, sie stellt dann gleich so die Ohren auf. Sie hört auch was von drinnen. Das scheint ihr nicht ganz geheuer zu sein. Und dann sieht sie den Feenlöwen. Und die beiden gucken sich erstmal an. Und dann wird so ganz langsam angetastet, wie so Katzen das machen. Ja. Aber ihr vertragt euch bitte, ja? Ah, sie kann auch noch bei uns bleiben.
Gut, dann lassen wir dem mal so ein bisschen Privatsphäre. Ja, und die holen so Fleisch raus und dann schnuppert sie auch so und dann guckt sie zu dir einmal und dann geht sie hin, hier, ich, ne? Lässt sich so gar so kraulen, aber mit viel Abstand, gerade so, dass die Hand zum Kinn hinkommt, genau. Mhm. Ja, der Ansgar fährt den Karren an, wollt ihr mit? Ja. Mhm. Ja, klar. Ihr betretet Arunben. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, was da los ist. Ihr seht folgende Szenerie. Ihr lauft, also erstmal hört ihr nur Gekreische und Geschreie. Ihr seht, dass das eigentlich so ziemlich das ganze Dorf hinten versammelt ist. Also im Osten vom Dorf. Und ein paar scheinen euch wahrzunehmen. Ihr seht auch, dass die, also Waldelind, dann euch entgegenstapft und sie schüttelt die Hand und schreit: Fergas! Und ihr seht die Scharen, die vor der Taverne sitzt in so einem Schaukelstuhl und mit so einem Pfeifchen und nur so in sich reinlacht. Denn die Szenerie, die ihr hinter der Taverne seht, ist folgende. Auf dem Weg zwischen Hexenhaus und Bäckerei sind Mehlsäcke, Zuckersäcke, Kartoffelsäcke, alles mögliche, Zwiebelsäcke, sind alle aufgestapelt wie zu einer Riesenbarrikade. Mittendrin steht ein Karren, auf dem steht Ludmilla. Ludmilla schmeißt mit Brötchen und Kartoffeln Richtung Hexenhaus. Aleph steht irgendwie wie so ein kleines Kind neben ihr mit so einem Fassdeckel und scheint sie abzuschirmen von irgendwelchen anderen Geschossen. Die anderen Geschosse kommen vom Dach des Hexenhauses, wo Ludmilla mit einer Schleuder Kirschkerne auf, nicht Ludmilla, wo Izzy mit einer Schleuder Kirschkerne auf die anderen schleudert. Und ja, die Bäume und Büsche um das Hexenhaus rum versuchen, also die Äste und Zweige bewegen sich überall und schlagen diese Kartoffeln zurück. Und die Dorfbewohner stehen irgendwie so verteilt rum und machen, oh. Und es ist völliges Chaos. Und was ihr zudem seht, sind die Gänse. Es scheinen 4 auf Ludmillas Seite zu sein und 4 auf Izzys. Und die rangeln und fetzen sich mitten auf den Weg. Okay, da haben wir den Kampf der Gigantinnen, Ludmilla und Izzy. Ach so. Ludmilla macht das, was sie am besten nutzen kann. Sie nimmt Brot und Brot. Das hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Ja, und zwar. Und ich wette auf Ludmilla und ich stehe auf ihrer Seite. Diese Izzy ist die, wegen der ich mir meine Nase gebrochen habe. Nur noch mal zur Rekapitulation. Ja, und Ludmilla hast dir macht, selber deine Nase gebrochen, weil du die Anweisung nicht verstanden hast. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Mal ganz ehrlich, Fergus, das ist dein Problem da vorne. Geh mal und löst das. Mhm. Und die Waldelin kommt euch auf zu. Fergus! Es ist sehr gut. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich wirklich. Ich weiß, es wird jetzt nicht so. Ich freue mich. Aber löst das, was ihr ausgelöst habt. Ihr bringt Steenwesen hier nach Arunben. Vor unserem Dorf kampieren sie. Auf unseren Dächern stehen sie und werfen mit Kirschkernen. Unseren Kirschkernen wohlgemerkt. Das kann nicht sein. Und alles nur wegen dir, Fergas. Was hast du gemacht? Ich lauf mal in die Taverne. Ja, ich lauf mit. Nein, Quatsch. Hier geblieben. Ja, nee, ich versuche das zu regeln. Was ich gemacht habe, wir haben die Welt gerettet oder so. Also zumindest haben wir damit angefangen, aber zu viel. Also ich sag's jetzt einfach mal so, Waldelind. Der junge Fergas, wie junge Männer in dem Alter halt so sind. Da war Ludmilla, dann hat er die andere kennengelernt, die beiden wussten nichts voneinander. Und das ist ein großes Problem. Ludmilla hat sich wohl darauf eingeschossen, mit Fergas verlobt zu sein, weil das wohl so ausgemacht wurde in der Kindheit, dass das mal so sein könnte. Deswegen hat sie sich jetzt darauf eingeschossen. Während aber diese Dame, und sie zeigt Richtung Izzy, die da oben steht mit ihren pinken Haaren, abstehend, und diese Dame hier gekommen ist und das Hexenhaus besetzt, das eigentlich Bedelia gehört. So, drittes Problem. Fergas, deine Eltern haben nämlich nicht vor, dich mit Ludmilla zu vermählen und auch nicht mit dieser verrückten Dame da oben auf dem Dach. Denn der Handel ist wieder, übrigens, dafür ein Dankeschön, aber wir handeln jetzt wieder. Und es ist viel besser, sich mit einem aus dem anderen Dorf, Kerlen oder Tywell, die sind größer, da wird's hingehen, mein Junge. Und du wirst jetzt die Damen hier irgendwie in diese Taverne buxieren, ich hol deine Eltern und dann wird geredet. Ich muss erstmal das Ganze überleben, wenn ich da jetzt irgendwo zwischengehe.
Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Haben wir noch gar nicht geredet. Ich bin gespannt. Zuerst hatte ich nämlich gedacht, dass du dich mit ihm verloben sollst. Ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass Ludmilla mit Aleph oder so, dass die jetzt mittlerweile aber gut. Ja, doch, und ich glaube, dass Aleph vielleicht begeistert wäre von der Idee, aber Ludmilla ist es wohl nicht. Ja, Ludmilla hatte schon immer einen sehr guten Männergeschmack. Ich habe sie hören sagen, lieber heiratet sie Taran als diesen Aleph. Okay, das will schon mal was heißen. Also, ja. Mhm. Nein. Am Arsch die Räuber, die doofe Kuh, so nehmen wir zu kriegen kann. Wie gesagt, das Brot, was sie mir mitgegeben hat, das war sehr gut gewesen. Du hast selber auch davon gegessen? Oder ich? Hast du dich geweigert? Nee. Ja, nein, das löst das mal, jetzt. Geh da jetzt hin und ja, rede mal ja, mit dem beiden. Das geht nämlich schon seit 1,5 Tagen so. Oh je. Und wir würden die Kartoffeln eigentlich gerne selber essen. Ja, sind es jetzt so Flugkartoffeln? Okay, ich gehe mal hin. Ja, ich begrüße mal freudig meine Eltern in der Taverne. Die sind nicht in der Taverne, die stehen auch in dem Pulk mit drin. Ach so. Also es ist so ziemlich das ganze Dorf ist hinter diesen Barrikaden oder ja. Schauen sich das an, ja. Ja, da würde ich aber mal in der Taverne mich umsehen, ob alles in Ordnung ist oder ob da irgendwas anders ist als zu dem Zeitpunkt, als ich los bin. Scheint alles so zu sein, wie es sein soll. Ja. Dann würde ich dann mal ein kleines Fässchen guten Weins würde ich dann mal schnappen. Ja. Und zwei Becher und wird auch ein bisschen was zu essen mitnehmen. Und das Du gehst wieder raus. Und das rausbringt zu den Gelehrten. Okay. Ich dachte, du verteilst das Getränke an die Leute, die zugucken. Was nein, dazu. Nein, nein. Stühle auf. Bei Hella das Glas. Ja, genau. Okay. Du bringst es so den Bauchladen. Beiden raus. Genau. Mit den besten Empfehlungen des Dorfes Arwenwen. Wir hätten hier, es stimmt, wir hätten hier tatsächlich ein bisschen Chaos. Wir versuchen das gerade zu bewältigen. Deswegen muss ich auch gerade noch mal wieder rein. Wohl bekommt's. Lasst es euch gut schmecken. Sobald ich kann, geselle ich mich dazu, um mit den Herren einen Schluck zu trinken. Ja. Sie freuen sich. Der gelehrte Herr wird das lösen. Ja. Wir werden sehen. Ich gehe erstmal in den Pulk von Leuten und begrüße da meine Eltern. Ja, deine Eltern fallen dir um die Hände. Taran und wo ist. Und sie haben schon gehört von Brunwen und sie machen sich so Sorgen und sie sind so froh, dass du wieder da bist. Und ja. Beide weinen auch und halt drücken dich ganz, ganz fest, bis einer so ein Kirschkern so, lass uns ein bisschen zur Seite gehen. Erzähl! Ich weine natürlich auch, vor allen Dingen im Hintergrund dessen, dass ich vor nicht mal einem Tag praktisch tot war. Ja. Was ich den beiden natürlich zum Teufel nicht erzähle. Ja. Und ich würde auch jedem einen Fluch an den Hals hexen, der das tut. Nein, das behalte ich natürlich schön für mich und berichte natürlich auch, dass Brandwin auch auf dem Weg nach Hause ist. Bedelia holt sie ab. Sehr gut. Lass uns in die Taverne gehen. Das Schauspiel hier geht schon viel zu lang. Und dann erzählst du uns alles. Ja, dann gehen wir in die Taverne. Ich habe übrigens gerade, ihr habt doch das Zelt draußen vor dem Dorf bemerkt, nicht wahr? Ja, wir haben nur kurz die Nasen reingesteckt und sind dann wieder raus. Ja, das sind zwei Gelehrte aus Wüstenrose, denen ich unterwegs begegnet bin. Und dann erzähle ich. Ja, wir haben gesehen, sie kommen nicht von hier. Ihre Haut ist sehr viel dunkler. Ja. So stark ist die Sonne bei uns nicht. Und dann zeige ich denen auch, hole ich aus so einem Futteral, hole ich dann so diese astronomische Karte raus, die mir gegeben haben und so. Ne? Oh, und Papa. Und seid nicht böse, ich habe vorhin ein hier Fass von dem Wein mitgenommen und ein bisschen was zu essen, habe den beiden das rausgebracht. Ich würde auch heute im Laufe des Tages mich auch noch mal eine Stunde zu denen setzen, weil die kommen ja von sehr, sehr weit her. Sehr gut, sehr gut. Und wenn du jetzt noch Geld dafür nimmst, dann wirst du wirklich mal ein guter Wirt. Bevor ich rübergehe, Taran. Ja, Fergas. Hast du die Rolle schon benutzt? Wir haben wieder 2-3 Tage, seit sie das letzte Mal explodiert ist. Oh, das ist eine gute Idee. Nimm die Rolle doch mit raus. Komm kurz mit und benutzt die Rolle. Ich stelle mich zwischen die Konfliktparteien.
Und ich verbreite kurz in der Menge, die davor steht, jetzt Ohren zuhalten. Unbedingt die Ohren zuhalten. Okay, die Leute schauen euch komisch an und dann hört ihr schon so vereinzelt, sie sind wieder da, Taran und Fergus sind da, wo sind eigentlich keine? Und Else, seid ihr auch mit in den Pulk jetzt rein? Ja, oder? Natürlich, weil das auch eure Eltern natürlich fallen euch um die Arme, ihr könnt gar nicht so viel reden, weil ihr alle viel zu sehr am Schluchzen seid. Und dann, als ihr euch aber alle so waren, so, ah, die sind wieder da und so, und dann, genau, Taran schreit. Ruhe bitte, ich habe etwas zu proklamieren. Zu verkünden heißt das. Der Hüter spricht. Und dann rolle ich diese Rolle auf. Du hättest noch Pony geben lassen. Ihr hört einen Spitzenschrei von Ludmilla, als er euch sieht. Und dann, jumpt sie schon von diesem Karren Richtung Fergus runter. Und ja, Taran. Also und, du rollst die Rolle. Ja, und welchen Witz erzähle ich denn? Hier, Papierrolle von Ticker. Den mit dem Bild hatten wir schon. So. Die Papierrolle entrollt sich, als du beginnst, hier aufzurollen, sehr laut und es tönt wieder diese dröhnende Stimme. Ihr haltet euch die Ohren zu, ihr wisst ja, was kommt. Und Ludmilla und Izzy werden ein bisschen zurückgeschmissen, weil die natürlich beide jetzt davon abgelenkt sind, dass das Objekt ihrer Begierde aufgetaucht ist. Und ihr hört sehr laut, welche Kutscher sind die nettesten? Die Geisterkutscher, die sind wirklich sehr entgegenkommend. Boah. Und die Leute halten sich die Ohren zu und auch wir Ludmilla. Wir haben euch gewarnt. Damit rolle ich die Rolle wieder ein und trete mit ernster Miene von dannen. Danke, Tag. Ja, damit habt ihr aber tatsächlich die Aufmerksamkeit und die beiden haben zumindest mal aufgehört, sich zu beschmeißen. Und du siehst Aleph jetzt auch so über den Karren und dann siehst du sein Gesicht so. Dein Problem steht auch. Guten Tag, Aleph. Schön, dass du auch noch hier bist. Guten Tag, Bruder. Deiner kleiner Bruder, wie geht's dir so? Entschuldigung, ich bin viel älter. Das ist diskriminierend. Mama, Papa, habt ihr das gehört? Siehst deine Eltern so. Ich stell mich so neben ihn, mach so die Hand um seine Größe zu testen. Kleiner Bruder, siehst du doch. wo schleben so die Haare? Herr Baxig, Ludmilla fällt dir so um den Hals. Irgendwas, es ist so schön, dass du wieder da bist. Und kriegt dann einen Kirschkern voll hinten an den Kopf. Und ihr seht jetzt Izzy von diesem Haus runterklettern. Die Äste scheinen ihr wie so Treppen zu geben. Ja, das ist Und die Leute alle so, oh, und gehen ein Stück zurück, als sie dann auf den Weg tritt. Die Gänse alle gucken jetzt so ganz aufmerksam und haben aufgehört, sich zu kloppen. Überall auf dem Weg liegen irgendwie Federn und Kartoffeln und Zwiebeln und Kerne und alles Mögliche. Was für ein Chaos. Mit euch spreche ich noch so Richtung Gänse, ne? So dieses, dass ihr euch da jetzt irgendwie gleich mitzofft und hier, ihr hättet hier für Ordnung sorgen sollen. Ihr habt so viele Kekse gekriegt, also, ne? Hier, du vor allen Dingen, Susi. Du hattest irgendwie nur die Hälfte von dem Gewicht, was du jetzt hast. Sie so. Genau, schämt euch. Doch, geht erstmal in den Fluss schwimmen zum Abkühlen. Alle acht. Los. Sie trotteln weg. Gut, alles klar. Ja, und dann sie auch sprintet jetzt auch genauso rüber. Also ich bin schon angekommen. Du hast ja gesagt, ich soll hierher kommen. Also ich bin auch da. Ich habe auch alles sauber gemacht und geputzt und gebacken. Aber sie! Und dann siehst du Ludmilla auch so, nein, sie! Ich stelle mich dazwischen. Wir müssen echt vorsichtiger sein mit unseren Höflichkeitsfloskeln. Ne? Man sagt ja so, kommt doch mal vorbei. Und die nehmen das alle wörtlich. Ja, irgendwie. Nun gut, man muss auch dazu sagen, dass wir das erste Mal überhaupt irgendwo anders hingereist sind. Ne? Also so ganz wie die Etikette woanders ist und dass Leute eben das anders verstehen und so oder auch wörtlich verstehen, das haben wir jetzt gelernt. Und wenn wir dann irgendwann mal, wir werden darauf achten, wenn wir dann wieder irgendwo neue Leute kennenlernen. So, ihr beiden. Du siehst das Eichhörnchen auch so hinterm hochkommen. Hallo, Kiki. Guckt euch mal um, wie das hier aussieht. Muss das denn sein? Also, ich räume nicht auf. Sie hat angefangen. Nein, sie hat angefangen. Und dann macht Ludmilla nochmal au! Und so ein Kirschkern. Und wenn du dann zu Izzy und Kiki schaust, beide gleichzeitig so. Ja, jetzt ist Schluss hier.
Bedelia ist wieder da. Sie wird in einiger Zeit hier wieder nach Hause kommen und spätestens, wenn sie wieder hier ist, muss das Hexenhaus geschniegelt und gestriegelt sein und auch das ganze Zeug weggeräumt. Und wie man es halt so macht, wie mit kleinen Kindern. Im Moment bin ich ja so, die Ärmel so, im Endeffekt die Vertretung von Bedelia immer noch. Und ich habe jetzt auch gewohnt die ganze Zeit über vorher. Also aber am Schluss habe ich hier gewohnt, sagte sie. Ja, vielen Dank, dass du das Haus gehütet hast und ihr räumt jetzt gefälligst zusammen auf. Nein, 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 wir haben das schon ausgemacht. Die verliert, die räumt auf. Ihr habt beide verloren. Entschuldigung, beide unisono. Das hat doch bestimmt was. Und jetzt auf einmal stecken sie die Köpfe zusammen. Das hat doch bestimmt was mit den anderen zwei Mädchen zu tun. Ich sag dir, das sind die einzigen anderen im Haus. Und ihr seht sie so, das glaube ich nicht. Ich habe schon auf der Reise gesehen, die eine, ihre Nase, weißt du? Ja, die war davor noch nicht so, es dauert ein bisschen. Naja, aber ich sag dir, das ist so einer, der legt Wert auf innere Wert. Da ist die Nase auch egal. Nein! Sie scheinen auf einmal sehr gut zu tuscheln, ja. Wie gut. Ja, Fergus, gell? Mhm. Ist ja super gelaufen, das. Ja, zumindest vertragen die beiden sich jetzt wieder. Mhm. Ich fürchte, dass das für mich jetzt noch zum Problem werden könnte. Ja. Ich helfe den beiden auch beim Aufräumen. Am besten, du suchst dir gleich mal ein anderes Dorf, wo du dann einheiraten kannst. Dann hast du dieses Problem nicht mehr. Wie ich ja eben erfahren habe, ist das ja schon irgendwo... Mhm. In der Mache. Hatten wir denn in Teibel, wir hatten den kleinen Jungen da kennengelernt, aber waren da noch andere Jugendliche, von wegen mit einheiraten oder so? Ja, bestimmt, weil Teibel war ja relativ groß. Okay. Ja. Ja, wir haben ja nicht immer alle kennengelernt, wurden auch nicht mal alle Menschen beschrieben. Okay. Also, Waldemir pfeift einmal vor der Taverne so. Und Ludmilla sagt, Fergas, ich glaube, du musst jetzt mit deinen Eltern reden. Die werden nämlich bestimmt mitentscheiden, wen sie hier wollen, also wen sie schon länger kennen und wer hier wirklich was auf dem Kasten hat. Und die Izzy funkelt sie ein bisschen böse an und sagt, na gut, ich würde sagen, wir räumen auf, aber wenn du aus der Taverne rauskommst und hier aufgeräumt ist, dann wollen wir eine Entscheidung. Das hast du gut gesagt. Oh, ich sehe schon, die beiden Mädels reiten gemeinsam in den Sonnenuntergang in den Feenwald. Um Fergas Überreste zu verscharren, ja. Die Traube scheint sich auch so ein bisschen verteilt zu haben jetzt wieder. Und ihr seht, dass also eure Eltern stehen jetzt auch bei Waldelind. Also die scheint mit euch allen auch reden zu wollen, vor allem mit Fergas. Aber der Rest auch vom Dorf ist so bei Ansgar, der jetzt anfängt, zu diesen Karren abzuladen. Und eure Eltern, Gwen und Elsa, sind gerade auch bei diesen Ponys und tätscheln die so. Und wenn ihr mal da in die Richtung schaut, machen sie so. Ganz kurz, in der Menge haben wir da auch Xaver gesehen oder fehlt der? Nee, der war auch da, ja. Okay. Ich würde noch hingehen und eine links, eine rechts und einen Arm nehmen, so, aber ihr vertragt euch jetzt bitte, ja? Wir können das alles klären und so und dann... Wir werden sehen. Du alter Waffenstillstand. Ja, Waffenstillstand. Das ist doch mal ein... Der schwere Nöter. Ja, also, ich bin nicht durch die halben Herzlande gereist, habe mit Feenwesen zu tun gehabt, das Rätsel einer Sphinx gelöst mit Feenfürsten, ob nun aus dem Wasser oder im Wasser und Fischen, nee, da war ich ja gar nicht mit bei, aber egal. Und Rätsel einer Sphinx hatte ich schon und Dämonen bekämpft und wir haben auch Kreaturen kennengelernt und mitgebracht und um jetzt hier so ein Chaos vorzufinden, ne? Das ist ja bald schlimmer als das ganze Abenteuer. Die schauen dich beide mit großen Augen an. Ich schaue Fergus so an und sage, also Fergus, irgendwie, du musst noch mal üben, wie man mit Frauen redet. Ich glaube, das geht dir ganz schnell den Bach runter. Mach doch mal eine Charisma-Probe, lieber Fergus. Der fließt jetzt zumindest wieder die richtige Richtung, nicht wahr? Auch das haben wir regeln können, ne? Also von daher, mein Charisma, mein Würfel mit einer 13 nicht.
Ja, die beiden funkeln sich immer noch ziemlich böse an, aber sie scheinen sich, also der Waffenstillstand scheint jetzt ausgehandelt zu sein, aber ganz überzeugt sind sie wohl nicht. Sie warten jetzt auf eine Entscheidung, ja. Ich kann auch Anouk rufen, dass die hier für Ordnung sorgt und aufpasst, dass ihr euch nicht wieder kabbelt. Er ist Anouk, ist das auch wieder eine von deinen beiden? Ja, genau das wird kommen. Aber im gleichen Augenblick hört ihr euren Namen ziemlich wütend über diesen Platz schallen. Valdolin steht vor der Taverne und sagt, wird's jetzt bald! Ihr Helden! Ich komme gleich wieder. Vielleicht. Ja, ich bin ja schon in der Taverne, ich rede dann da mit meinen Eltern. Ne? Genau, da sind deine Eltern und Fergas Eltern und auch von Gwen und Else die Eltern. Genau, und Valdolin kommt jetzt auch rein. Mhm. So, was haben wir denn jetzt schon wieder angestellt? Also, setzen. Essen kommt gleich. Wie gesagt, herzlich willkommen zurück in Arwenden. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid. Es ist einiges passiert. Ich sehe, ihr habt den ersten Händler schon kennengelernt. Gut, dass Ansgar hier gut angekommen ist. Ich glaube, ihr habt ihn gut begleitet. Ich bin sehr gespannt zu hören, was sonst passiert ist. Wir haben ja nur die Geschichte bis Tybal mitbekommen. Ab da bin ich mir nicht mehr viel gehört. Nun, Anselm hat noch ein wenig Xaver erzählt, aber er wusste auch nicht alles. Deswegen, wir sind sehr gespannt. Aber vorher, Fergas, wir haben noch eine Kleinigkeit zu klären. Und deine Eltern schauen dich so an. Ja. Ich spitze die Ohren, lehne mich zurück und gucke. Ja, euch allen wird... ihr seid ja jetzt groß. Wollt ihr ein Bier? Na gut, das wäre nicht mein erstes. Okay, Taran und Else wird ein Bier hingestellt und Gwen und Fergas Tee. Ich glaube, ich habe allen Leuten irgendwie von meinem Kräuterlikör angeboten und euch auch damit abgefüllt zwischendurch. Genau. Vielleicht habe ich ja noch irgendwer ein Fläschchen. Das muss ich neuen machen. Auch ein Punkt über hier. Ja, dann nur raus mit der Sprache. Ja, nun, was ist denn dein Plan jetzt, wie es mit diesen, also diese beiden jungen Damen, die werden wir so einfach nicht abwickeln können. Wir sind ja eigentlich für Ludmilla. Wir kennen sie schon länger, sie ist hier im Dorf, es sind gute Verbindungen mit der Bäckers, mit den Bäckerseltern. Ja, das wäre so unsere Wahl. Und Izzy kennen wir nicht besonders gut. Aber es hat sich etwas Neues ergeben. Eigentlich würden wir dich gerne mit Ansgar Richtung Kerlon schicken, damit wir dorthin auch Verbindungen haben. Da gibt es Ponys. Deine zukünftige sieht auch aus wie ein Pony, ja. Oh, ich hau ihn einfach auf den Hinterkopf. Hat zumindest so Pferdegebiss. So. Das weißt du überhaupt nicht. Pass bloß auf, was wir. Ich bin gespannt, mit wem sie dich verheiraten wollen. Also, Tarans Eltern schauen ihn an. Na, also ich finde, das kann er selber entscheiden. Genau. Oh, wie. Was? Genau das. Wir haben eigentlich vor, dass Brunwyn die Taverne übernimmt. Das finde ich eine sehr gute Idee. Die wohnt ja jetzt in Tybal. Dann muss wohl doch Taran. Nein, die wohnt nicht in Tybal. Die muss nur alle 25 Jahre hin. Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel zu besprechen. Und wenn ich heirate, möchte ich die Frau selber aussuchen. Was ist? Das kannst du ja, genau. Aber vielleicht aus Kerlon. Da gibt es bestimmt super schöne Frauen. Wo willst du denn das vorher wissen? Wir waren doch noch nie da. Es ist eine Vermutung. Ich meine, schau doch mal, wie schön die Frauen von Tywell sind, von Avonwen sind, und ich lächle ihn so an. Und weise auch auf meine Schwester und auf alle weiblichen Anwesenden. Ich gucke ganz tief in meinen Bierkrug. Ich meine, gut, also bei mir ist das Problem die Nase, aber daran ist ja deine Freundin schuld. Hätten wir Izzy nicht getroffen, dann wäre diese Nase nicht zweimal gebrochen. Mama, Papa, dies mit der Nase, ich meine, wir können doch so einen Steg schmieden oder so, dass das so ein bisschen geschützt ist. Nein, wir schmieden keinen Steg. Fergas. Nee, das ist so als Rüstung gedacht. Lenk nicht ab. Mist, war ein Versuch. Also, Kerlon, es ist sowieso, also, wir haben uns, also Ansgar hat uns auch gerade Neuigkeiten gebracht. Wir haben jetzt einen Plan für euch gemacht. Natürlich dürft ihr auch mitentscheiden, aber im Moment, ihr habt ziemlich viel erlebt und ihr seid da draußen, trotz eurem jungen Alters, wohl am besten gewappnet.
Wir würden gerne wissen, wer im Süden inhaftiert ist. Es wäre also gut, wenn ihr mit Ansgar nach Kerlon reist und dort vielleicht mit den dortigen, nun, den Südländern sprecht, um das rauszufinden. Oder wenn sie es nicht wissen, nun, dann müssen wir nochmal besprechen, ob wir euch wirklich in den Süden schicken, aber... Aber ernsthaft, also Ansgar erzählt, dass die Person, die das Attentat verübt hat, schon inhaftiert ist. Und dass man jetzt im Schnellverfahren sie verurteilen will. Also das heißt, also bis wir in Kerlon angekommen sind, ist die Person schon dreimal verurteilt. Und vielleicht das mag sein, aber es wäre trotzdem gut zu wissen, wer es ist. Vielleicht könnten wir in den Süden braucht es mehrere Wochen. Magisch reisen. Ich kann... Was wir machen können. Ja, euch ist doch das Zelt aufgefallen vor dem Dorf. Ja, ja, unser Sohn hat sie schon bewirtet, sagen dann deine Eltern. Das sind zwei Gelehrte aus Wüstenrose, die eben halt auch mit magischen Mitteln hierher gereist sind. Und naja, beide scheinen offen gesagt recht angetan zu sein von mir. Ich sage auch wieder hier die Karte hier so, ne? Nun, dann frag sie doch einfach, wie sie reisen. Vielleicht könnt ihr das ja auch. Genau, vielleicht können sie uns wenigstens, wenn sie uns schon nicht mitnehmen können, weil es vielleicht von der Tragkraft her nicht funktioniert, aber vielleicht können sie uns schnellstmöglich diese Information zukommen lassen. Das ist auch gut, ja. Bitte sie doch herein, es ist jetzt wieder etwas ruhiger. Währenddessen kann Fergas ja belegen. Das wollte ich gerade vorschlagen. Dann könnt ihr weiter auf Fergas einreden und ich muss mir dieses Elend nicht anschauen. Entschuldigung. Vor allen Dingen, wir sind gerade erst, nachdem wir, ich weiß nicht, einen Monat, anderthalb wieder hier nach Hause. Wir wollen genau. Jetzt die Welt dreimal gerettet und schon so, ja, jetzt hier heiraten. Hallo. Also, uns wäre es natürlich lieb, wo war das wenn denn wir das irgendwann... Dämon irgendwie, wir hatten auch noch vier Schatten von fünf offen. Ja, es wäre uns natürlich lieb, wenn du irgendwann mal jemanden mit ins Haus bringst. Aber so eilig ist es ja nicht. Wir können Ludmilla und wie ist die andere? Izzy. Wir können ihnen erklären, dass du uns noch etwas zu jung bist, noch etwas reifer werden musst und wir dich deswegen noch weiter auf Reisen schicken. Du solltest dich aber vielleicht darum kümmern, dass... eine von beiden nicht dauerhaft im Dorf ist für etwaige Spannungen. Ich bin der Ansicht, dass sie keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung bekommen sollte, denn Ludmilla ist hier alteingesessen und backt Brot. Das stimmt, allerdings verdreht sie Aleph den Kopf. Er nervt uns tierisch seitdem. Ja, also Aleph muss natürlich gehen. Aleph ist nämlich ein ganz Schlimmer. Aber Aleph hilft uns in der Schmiede. Ja, das möchte er euch glauben machen, aber in Wirklichkeit verhunzt er eure Werkstücke. Ja, wir haben gehört, dass in Tywill die Silbermine wieder aufgemacht wird. Dann hätten wir eine Verwertung für den Zwerg. Und er wäre da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Ich mache so High Five mit Fergas. Charisma-Probe, bitte. Mach du mal bei mir. Ihr dürft beide, Nase. Weil... ihr was machen dürft? Wir? Ihr dürft beide eine Charisma-Probe machen. Oh je. Eine 6 auf 9, diesmal funktioniert. Eine 8 auf 9, auch ich habe bestanden. Sehr gut. Es macht der Rock. Also alle sind ziemlich überzeugt auch von eurer Idee. Ja, also, und wenn er das nicht will, dann schicken wir ihn in die Lehre. Wir verkaufen den ganzen Kindern das so. Und ihr macht mit. Ja, anderen Kinder. So, wir verkaufen denen das so. Weil jetzt der Norden wieder aufblüht und weil wir ja auch wieder handeln, müssen wir die Kinder auch mal rausschicken, dass wir es erleben, aber natürlich sicher. Deswegen so Tywill, da kann Ale vielleicht nochmal in die Lehre gehen und dann kommt er wieder hierher und wir gucken, ob er nicht wirklich die Schmiede übernimmt. Wenn du, bei dir haben wir das schon fast aufgegeben, Taran, nachdem du da mit Bedelia, aber gut, wir werden sehen. Also den schicken wir dort in die Lehre. Das wäre, Entschuldigung, wenn ich kurz Ludmilla schicken wir... Wollen wir ihr Brot oder wollen wir es nicht? Vielleicht kann sie noch mal woanders lernen. Nun, ihre Eltern backen etwas besser, aber... Können sie zum Feenmarkt schicken, da kann sie dann mit Feensieben und so weiter dann da weiter backen. Bei, auch eine hervorragende Chica. Idee. Und nee, bei eben jenem Bäcker Puka, der hier den Fluss auch umgedreht hat.
Und euch schicken wir auf Reisen und ihr schaut nach guten Partien Ausschau. Na, das ist ein bisschen gefährlich. Und eure Mama schaut euch an. Also wir wollten ja eh in den Süden ziehen. Aber wollten wir? Was? Nee, wir wollten nicht in den Süden ziehen. Nee, der Süden ist ein bisschen zu weit zum Reisen, finde ich. Also wir haben uns jetzt gerade mal damit abgefunden, dass ihr hier im Norden reist. Also die ganze Reise, das dauert ja schon so lange, das ist viel zu gefährlich. Ja, wir reisen nur im Norden. Ja. Gut, Quinn. Und ich habe jetzt gerade verstanden, wir sollen rumreisen und nach guten Partien ausschalten. Ich bin eine wandelnde Dating-App oder was? wir müssen hier wieder auf den Markt. Aber dann muss ich jetzt brillieren, muss herausragend sein, muss ich wieder verbinden. Wir brauchen wieder Verbindungen. Ich hab mal irgendwo gehört, dass es so ist, wenn also immer eine und dieselbe Familie ineinander einheiratet, dass das dann so in der sechsten Generation dann irgendwie zu Verwerfungen führt. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir frisches Blut von außerhalb reinbringen. In Hay zum Beispiel. Wobei da das frische Blut wohl zu einem Skandal geführt hat. Aber ihr wollt doch jetzt eh wieder regelmäßig Treffen am Nordturm machen. Dann könnt ihr doch da eure Fleischbeschau machen. Einmal im Monat, am Neumond. Ja, aber die nehmen ja nicht alle ihre heiratsfähigen Leute mit. Ja, kann man doch machen. Da macht man da die große Heiratsbörse. Das oder machen so. Wir da brauchen weiterhin wir beim Markt- dafür. Und Feuerfest. Genau, das finde ich auch. Das ist das für Themen hier. Ja. Ja, willkommen im richtigen Leben, Fergas. Gut, also Taran, du kümmerst dich um die... Ich gehe mal kurz draußen gucken, ob Anouk da irgendwo nicht schon... Du kümmerst dich um die draußen... Nicht, dass Anouk jetzt auch schon geheiratet hat, gell? Taran nein. Und Fergas, ihr fragt mal draußen nach, solange bringen wir Gwen als unsere Dorfheldin und Else auch auf den neuesten Stand. Apropos, an wen wollt ihr die beiden denn verheiraten, wenn ihr uns schon so verschachern wollt? Ich bin bereits vergeben. Und Else? Mhm. Genau. Wenn dann alle. Mitgehangen. Wir müssen alle unseren Ring vergraben. Also. Ach ja, Taran, bei wem denn? Beim Baum. Naja, Taran und sein Ring. Mit wem? Ja, mit wem denn? Doch Ludmilla. Nein. Nicht, nein. Nein. Lieber bleibt er sein Leben lang alleine. Wobei, also die Bäckerei ist eine sehr gute Partie. Ja. Die Bäckerei schon, nur die Tochter nicht. Sag das nicht in Anwesenheit ihrer Eltern. Ja. Du hättest sie sehen müssen, du hast sie ja gesehen, wie sie mit Schmackes diese Kartoffeln geworfen hat. Die hat was drauf, die Frau. Ja, ich sehe, sie hat dich beeindruckt, also ist alles entschieden. Fergas hat sich entschieden. Und was Easy angeht, wir haben Bedelia angetroffen, die noch irgendwo jetzt dann ein bisschen herumreist auch und im Moment in Teibel, glaube ich, irgendwie Brandeln wieder abholt und die wird dann auch demnächst wiederkommen. Also das Hexenhaus wird dann wieder von ihr bezogen. Sag mal, wenn wir eh schon wieder im Clinch mit dem Süden liegen, dann können wir es auch direkt auf die Spitze treiben und die Polygamie wieder einführen, dann kann Fergas beide haben. Poly was? Polygamie. Was ist das denn für eine komische Info? Und woher weißt du so etwas? Kann ja, auch beide heiraten, aber dann müssen die zwei sich vielleicht ein bisschen besser verstehen. Wollte ich jetzt gerade mal sagen, kannst du dir das wirklich vorstellen? Er hat, er hat verbotenes Wissen. Wertigkeit. Daher. Ja, also, Waldelind, genau, ihr bringt das Dorf. Ja, das lebt dann immer im Wald bei meinen Schafen. Die beiden teilen sich ein Haus. Denn die beiden zanken sich die ganze Zeit, dann wird das sehr unglücklich werden, glaube ich. Es wird nichts auf die Dauer. Die Schan kommt irgendwann noch rein und ein paar andere von den Erwachsenen und jetzt auch Jugendliche und es wird so für den Abend über auch ausgetauscht. Genau, was ihr so erlebt habt und Waldelind erzählt natürlich auch euch noch, was sie erlebt haben. Ganz kurz, ich wollte ja zu den Gelehrten raus und die nochmal fragen, ob machen die wir auch gleich, ich würde euch nur einmal kurz gerne Waldelinds Sachen sagen, genau. Also was sie erzählt ist, vom Nordturm-Treffen natürlich, dass die Adelgunde am Anfang die Meinung hatte, dass die fünf Jugendlichen aus Arwenwen eventuell verantwortlich sind für die ganzen Tode in Teyvil. Bis sie von den anderen mit überzeugt wurde, von der Geschichte. Wer ist denn eigentlich diese Adelgunde? Die haben doch einen ganz anderen Dorfvorsteher. Ja, genau, die war zur Vertretung da. Also scheinbar war die mit. Aha.
Komische Person. Komische Person, ja. sie hat sich auch permanent beschwert über die Jugendlichen. Ja, aber genau, das Bergwerk soll wieder in Betrieb genommen werden, um Sternmetalle auszubauen und damit zu handeln. Die Geschichte der alten Magie ist wieder in Umlauf gekommen. Also auch, es ist rausgekommen, dass die Hüter untereinander ja schon so mehr oder weniger in Kontakt standen. Vieles aber eben verloren gegangen ist oder bewusst geheim gehalten wurde, weil es früher schon mal einen, ja, wie sagt man, Kult oder halt Anschläge gab auf die Hüter. Genau, aber jetzt nach langer Zeit wurde wieder darüber erzählt, deswegen ist jetzt eh schon raus. In Kerlon sind auch seltsame, schlimme Sachen passiert. Das habt ihr jetzt schon gehört vom Tegern. Das war die Geschichte mit dem Leuchtturm und dass da jetzt der Cassius die Arbeit von der Kunigunde übernommen hat. In Pembroke ist, genau, ihr bekommt an dem Abend auch noch die Nachricht von Bedelia über den Wind, dass die Freda nicht mehr aufgetaucht ist, verschwunden ist. Also ihr wisst ja, dass sie tot ist. Mhm. Und dass das Ritual wohl nicht stattgefunden hat. In Tyville läuft es sonst gut, die streiten sich nur oft mit Kerlon, weil sie beide so ein bisschen dieses Monopol als größte Handelsstadt haben wollen. Und die Geschichte, die ihr auch schon gehabt habt, dass in Kerlon vor kurzem ein Schiff aus dem Süden eingetroffen ist. Genau, und dass alle am 10. August, also beim nächsten Neumond, wieder zum nächsten Nordturm treffen wollen, um wieder neue Sachen zu beschließen und gucken, wie es sich entwickelt hat und wie es weitergegangen ist. Und dann haben sie jetzt auch Hay dazu gewonnen. Dank euch auch mit, wird der Anselm auch kommen. Ja. Kurze dann, Frage nochmal, ja? an der Wall, an der großen Mauer. Mhm. Wie viele Narben hatten wir da noch gesehen, die da übrig geblieben waren? Zwei? Ich glaube, also eine, die schon zu war, eine, die sich währenddessen geschlossen hat. Das habt ihr ja schon gesagt, das war wahrscheinlich zeitgleich, während das Ritual durchgeführt wurde. Genau. Und eine offene. Eine offene noch? Ja. Okay, das würde, also nur so, spreche ich jetzt nicht laut aus, aber nur für uns vielleicht, damit wir uns das ein bisschen merken. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich Pembroke sein. Das wird aber bedeuten, dass bei den Dörfern in den Eislanden, dass da entweder die Rituale stattgefunden haben oder dass gar nicht mehr da notwendig ist, das da zu praktizieren, aus welchen Gründen auch immer. Worauf ich hinaus will, es wäre gut, wenn wir das auch mal irgendwann in Erfahrung bringen würden, was da los ist. Ja. Sollen wir dann die Sache mit den Feenfaden genau. auch erwähnen? Mit dem was? Den Feenfaden, die jetzt dann von Avonwen zunächst mal nach Hay gehen. Hatten wir das eigentlich nach Hay bestellt oder zum Feenmarkt? Ich weiß es nicht mehr genau. Nach Hay, glaube ich. Nach Hay. Mhm. Ja, ich glaube, ihr erzählt wahrscheinlich alles, ja. Außer den heiklen, nicht nötigen Details. einigen Toden und Fasttoden und sonst was. Ja, ja. Genau. Und dass wir jetzt eigentlich ein Jahr älter sind, ja. Zumindest drei von uns. Also man sieht es euch zumindest noch nicht an in dem Alter, aber genau. Ja, das ist, was alles so passiert ist in der Zeit. Und genau, ansonsten in Avonlin war es ruhig. Sie haben sich irgendwann gefreut, als der Fluss auf einmal wieder in die richtige Richtung gelaufen ist. Es kam erst wieder Unruhe rein, als Izzy angekommen ist und das Hexenhaus bezogen hat und Ludmilla dann rausgefunden hat, dass sie nicht nur eingebrochen ist, sondern Fergus auch noch kennt. Genau, und jetzt ist auch noch Besuch aus Wüstenrose. Genau, die beiden aus Wüstenrose, die haben euch ja schon erzählt beim letzten Mal, dass sie jemanden in den Südlanden kennen. Und wenn ihr euch draußen mit ihnen auch unterhaltet, die, also Dr. Frilicus Melicus und Dr. Hubertus Kibitzkus, reisen in der darauffolgenden Nacht nach Königstadt. Direkt dahin, wo ihr hin wollt, tatsächlich. Weil sie dort die Zwischenetappe machen nach Wüstenrose, weil einfach das die maximale Reichweite von Agabash ist und vor allem die Magie am stärksten eben im Vollmond ist, im runden Büdermal. Ah, gut zu wissen. Ja. Mit denen hätte ich nämlich auch noch da ein paar Fragen klären wollen, was wir halt vorhin gesagt hatten, inwieweit es geht, an unbekannte Orte zu reisen und wie die Reichweite überhaupt ist und wenn jetzt hier schon, dass er Kraft sammeln muss, um das
beim nächsten Mal wieder zu machen. Ob das dabei bleibt, dass irgendwo nur zwei Personen zu transportieren sind maximal, oder ich meine, hier sind ja zwei Personen plus Gepäck, ne? Die haben ja das Zelt, das muss ja auch noch irgendwo eingepackt werden. Das kommt natürlich auf das Tier drauf an. Eure Feenlöwin ist noch recht jung, sie kommt aus Wüstenrose und war wohl ein Geschenk für den Feenfürst. Das heißt, sie hat noch nicht viel gesehen. Die Feenwesen müssen ihren Weg kennen. Diese Feenkatzen, von denen ihr hier im Norden gesprochen habt, sind wahrscheinlich kleiner. Wahrscheinlich haben sie nicht so eine große Reichweite wie unsere prächtigen Feenlöwen. Aber Akabasch kann... Nun, wir könnten mit ihm fast bis nach Wüstenrose. Wir könnten auch mit euch nach Königstadt. Aber nach Wüstenrose schaffen wir es nicht in einem Mal. Ja, die Frage ist, wir müssten tatsächlich einmal nach Königstadt, beziehungsweise wir bräuchten eine Information von dort. Oh, dann kommt doch mit zu unserer Freundin. Freundin? Welche Freundin? Nun, wir besuchen sie. Dr. Augustine Sterndeuter. Sie ist die Hofastrologin dort. Ja, wenn ihr meint, sie hätte nichts dagegen, wenn ihr... Stimmt, sie kommt auch aus Wüstenrose ursprünglich, aber sie fühlt sich schon heimisch bei euch. Bei euch? Naja, also hier in den Herzlanden halt. Ach so. Seit dem Nichtangriffspakt zwischen den Wüstenstädten und den Herzlanden ist das Reisen leichter. Mhm. Kurze Frage, ohne zu sehr auf die Geschichte dahinter eingehen zu wollen. Wie lange gibt es denn diesen diesen Nichtangriffspakt? Vermutlich seit 300 Jahren, oder? Lang, ja. Also seit dieser Keilerei mit unserer Dämonenfürstin, also mit der Barbarenfürstin. Genau. Ich nenne die Dämonenfürstin, weil das zu viel. Die ritten doch auch die Rösser des Todes, so wie wir. Die Eltern von den Rössern des Todes. Ja, genau. Ne? Die hatten ja ein weißes und ein schwarzes Pferd und die beiden hatten die... Der falsche König des Nordens und die Eiskönigin Barbarenfürstin hatten ein weißes und ein schwarzes Ross, denen die vier Rösser entsprungen sind. Ja. Genau. Wenn euch das keine Umstände macht und dann... Nun, aber wir, also so viel, mit so vielen Leuten können wir nur, also wirklich nur im Vollmond reisen, andernfalls schaffen wir es nicht so weit. Die Frage ist, wenn wir mit euch nach unten reisen, wie kommen wir wieder zurück? Nun, ihr könnt einen Monat mit uns dort verbleiben, mit nach Wüstenrose und dann von dort zurückreisen, oder? Na, es gibt hier noch einiges zu tun. Oder mit euren Schiffen, die fahren doch von Königstadt ab. Oder auf dem Landweg. Na, ihr müsst wissen, dass hier die Verbindung der Dörfer im Norden, wo wir uns gerade befinden, mit der Königstadt über lange Jahre, dass da keine enge Verbindung war. Das heißt, wir zum Beispiel, wir wissen eigentlich gar nichts über Königstadt und über die Region. Darüber. Aber sie werden dort doch bestimmt eine große Bibliothek haben mit ganz vielen Karten. Also wir haben eine große, also ich weiß, dass sie eine Bibliothek haben, ob sie Karten haben, wissen wir nicht. Aber wir haben sehr, sehr viele Karten. Also natürlich mehr von Wüstenrose als jetzt von Neuro. Also wie gesagt, im Norden, da haben wir jetzt die Sterne hier erstmal wieder eingezeichnet, aber... Wenn ihr reist kommende Nacht wieder ab, ja? Wir müssen uns dann erst untereinander und mit unseren Dorfältesten beratschlagen. Denn wir haben auch hier unsere Verpflichtungen und... Natürlich, ihr habt ja einen Tag Zeit. Genau. Wir reisen erst, wenn der Mond am vollsten ist. Genau. Aber erstmal auf alle Fälle vielen Dank für das Angebot. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Wir würden uns sehr freuen, wenn der gelehrte Herr mit zu uns kommt. Vor allem, wenn der gelehrte Herr muss sehr gelehrt sein, wenn er hier, und sie schauen so ein bisschen im Dorf sich um, hier so viel gelernt hat. Ich sehe gar keine Universität. Das ist der verkohlte Trümmerhaufen da. Genau. Genau. <Ja. lacht> Dann müssen wir die auch noch so eine schicke Robe nähen lassen, ne?
Die bekomme ich ja vielleicht da unten so als Andenken, als Souvenir. Wir könnten total was weben. Ja. Hm. Ihr habt ja schon so schöne Ruben von der Lala. Ich habe das Gesicht gesehen, Taran. Ich sag's dir gleich. Die Mehltau- und Mehltauweberei wird den Krochernhutz nie wieder irgendwas liefern. Hohoho. Genau. Na, dann muss ich jemand meine Stoffe aus Tyrell und Kerlon beziehen. Er hat Kontakt zu Solala am Feenmarkt. Also. Ja. Genau, also das heißt, dann würden wir da noch beratschlagen wollen. Genau. Seid ihr euch einig und wir reisen noch oder wollt ihr das ausspielen und wir machen es beim nächsten Mal? Das würde ich vorschlagen beim nächsten Mal. Ja, okay. Ja. Ich würde aber Anouk dann noch bei den beiden Mädels vorstellen, damit die wissen, wer das ist. Dass ich Anouk nochmal mit ins Dorf nehme und dann auch so ein bisschen stolz mit der Feenlöwin an der Seite dort, vielleicht so ein bisschen am Rande. Ja, dann betteln sie sich jetzt darum, wer am meisten die Gunst von Anouk gewinnt. Mit Miller lockt sie mit Brot und Izzy lockt sie mit irgendwelchen Samen. Tja, beide verloren. Mag beides nicht. Ja. Mhm. Und wir haben erstmal eine gute Zeit. Wir sind wieder zu Hause. Yay! Ja. 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 Ich frage mich nur noch, wo wir den Rock unterbringen, aber darüber mache ich mir dann Gedanken. Da Na, sagen können wir so. Dir auch die beiden aus Wüstenrose vielleicht noch mehr zu erzählen. Mhm. Ja. Genau. Sagen wir so, müssen da die auch alle mit, ne? Also Anouk kann ja den Feenlöwen noch irgendwie unterstützen. Ja, die sich und ich meine, deswegen könnt ihr auch alle mitreisen. Ah ja, Wens Problem ist natürlich, dass sie weiß, sie kann den Rock auf keinen Fall behalten. Also ich meine, das ist völlig aussichtslos. Das Ding wird riesengroß und das heißt, sie wird mit den Wüstenrosen Personen tatsächlich mal fragen, habt ihr sowas schon mal gesehen? Wisst ihr, wo die leben? Können wir den irgendwo hinbringen, wo er Verwandte hat? Ja. Ansonsten im Dorf gibt es ja eine Stelle, wo die Hütte von meinem Meister stand, die abgebrannt ist. Da könnte man natürlich jetzt erstmal ein Gehege oder sowas. Ja, ja, klar. Also im Moment müssen wir natürlich unterbringen, aber ich muss ihn da wegnehmen. Denn wenn wir jetzt, was weiß ich was, wenn wir einen Monat nicht da sind, wer weiß, wie groß das Kerlchen wird und wenn er hier alles zerlegt, also... Ich muss schon dafür sorgen, dass ich ihn mitnehme und wir dann ihn irgendwo unterbringen, wo er reinpasst. Vor allen Dingen auch, wenn er nur Fleisch frisst, dann muss das Fleisch irgendwo herkommen und dann... Und ich meine, irgendwann haben wir dann keine Schafherde mehr und wenn die weg sind, was kommt als nächstes? Also das ist ein echtes Problem und das ist sich Gwen auch bewusst. Deswegen, wenn es in der Wüste, im Süden irgendwie Wüste gibt oder Steppe oder irgendwas, wo halt irgendwo Viecher rumlaufen, die der jagen kann... Und vor allen Dingen, irgendwann wird er auch von alleine rauskriegen, was er mit den Flügeln anfangen kann. Mhm. Und dann hilft auch ein einfaches Gehege nicht. Du musst schon eine Voliere bauen. Ja, also das würde sie mit den Kollegen von Taran mal besprechen, ob sie irgendwie. Ja, sie kennen tatsächlich Rox. Und sie werden dir beim nächsten Mal auch etwas dazu erzählen können. Super. Das sehen wir dann. Sehr gut. Ja, wir sind in Arwenwen. Yay. Ja, Kampf der Titanen. Ja, genau. Und dann starten wir nächstes Mal. Ich habe noch keinen Titel für das Abenteuer, aber es wird auch schön. Bin gespannt. Ja. Ihr auch. Ciao. Ja, dann vielen Dank fürs Liken auf jeden Fall, ne? Genau. Vielen Dank. Ja, danke. Tschüss. Und bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Mit Betty als Else Mehltau, Callisto als Gwendolin Mehltau, Frank F. als Taran Krochanhut, Spoon RPG als Fergas Tinker und Shay als Spielleitung.